Rosen hier. Trink mit mir. Hör mir zu. Der Pack fängt an. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist der Wolverine, live auf Punkrockers Radio. Und heute Abend hört ihr mal wieder eine Ausgabe vom Kellerpunk. Und wie gewohnt bin ich, zumindest bei den Donnerstagssendungen, nicht alleine. Und heute ist wieder ein Gast da. Eigentlich sollten es mehrere sein, aber irgendwie ist bisher nur einer da. Einer schläft noch, einer ist ausgewandert, einer hat ein Kind und so weiter und so fort. Aber bei mir ist der Kiwi von den Sidewalk Surfers. Hi. Hi. Und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das freut mich sehr, dass das klappt, dass wir uns auch mal wieder sehen, auch wenn es nur sozusagen über die Entfernung ist. Aber ja, ist ja schon länger her jetzt. Ja, beim Radiofest 2019, ne? War's genau. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Und ihr wart aber in der Zwischenzeit ja nicht untätig. Nee. Und habt neue Platte zusammengeschraubt, die dritte mittlerweile, und die erscheint morgen offiziell. Genau. Exciting. Ja, genau. Ist man bei der dritten immer noch aufgeregt oder genauso wie bei der ersten? Oder? Nee, bei der ersten war es krass. Aber da hatten wir auch, da haben wir auch gemerkt, als die rauskamen, dass die scheiße ist. Echt? Ja. Oder kann ich nicht sagen. Also, ja, ich weiß nicht. Also wir haben echt gedacht, so mit der Platte jetzt, da werden wir die Punk-Welt verändern. Jetzt mit der neuen? Oder mit der anderen? Mit der ersten. Ja. Und dann kommt man halt auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ja. Das ist auch nur eine Platte ist, aber die Aufregung, so, aber das ist jetzt wahrscheinlich mehr, ne, als damals, oder? Ich weiß gar nicht. Jetzt ist ja halt durch den Lockdown, ist es irgendwie so ein bisschen, ja. Mhm. Also wir freuen uns mega und sind auch hoffen, dass die Songs halt so gut ankommen, wie sie auch bei uns ankommen. Aber ja, ja, wir werden, irgendwie so alles nicht so richtig. Wir werden auf jeden Fall im Verlauf der Sendung den einen oder anderen mal hören. Ja, nice. Das, schon allein, weil wir zwischendurch auch mal pinkeln müssen, ne? Und damit die Leute auch eben nicht nur unser Gesabbel hören, sondern auch mal was Vernünftiges zwischendurch. Oh, da ruft ein Bandmitglied an, oh, cool. Das wohl gerade erwacht ist. Ja, sehr gut. Dann geh da mal ran und dann spiele ich auch mal eben den ersten Song oder sollen wir den live schalten hier? Ja. Kannst du auch laut machen. Ach so, jetzt hat er aufgelegt. Hat er aufgelegt, ja. Komm, dann spielen wir erstmal einen Song von euch, vom neuen Album. Den nehmen wir mal hier Growing Up, fangen wir mit an. Ja. Und leichter Anfang. Genau, dann hast du 4,5 Minuten Zeit, den Kollegen zurückzurufen und hier irgendwie in den Chat rein zu loten. Alles klar. So. Jetzt erstmal Sidewalk Surfers. Growing Up. Ja, das war Growing Up vom Album Growing Up is a Mess von den Sidewalk Surfers. Und ja, der Kiwi, der Sänger der Band, ist bei mir und gleich werden noch Leute dazustoßen, mindestens einer. Wenn nicht noch mehr, mal gucken. Der ist unterwegs. Ja, und dann erzählen wir alles nochmal. Ja, aber nee, man kann ja nicht sagen, Titelträger, ne? Weil der... Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Growing Up heißt der Song, das Album, aber noch länger. Zur ja. Absicht, warum hat er den Song nicht Growing Up SMS genannt? Ich glaube, das ging gar nicht. Also wir haben es auch nie so nennen wollen, weil wir das einfach offen halten wollten, so Growing Up. Aber ich glaube, das hätte ja auch gar nicht funktioniert. Ich glaube, man darf, oder? Ich weiß es nicht. Also, wenn da irgendwie ist. Nee, ist ja Quatsch. Ich rede Quatsch. Dein Album kannst du nennen, wie du willst. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn du das jetzt Coca-Cola nennst, dann könnte es möglicherweise Probleme geben, aber ich glaube. Ja, ich glaube, wir haben es irgendwie aus
Wir selbst haben den Song die ganze Zeit so genannt, weil keiner von uns sagt die ganze Zeit den vollen Titelnamen. Ja, klar. Und dann haben wir es auch so aufs Album gepackt. Ja. Ja, schöner Song. Also schöner Punkrock-Song. Ist jetzt eher so Midtempo-mäßig, ne? Ja. Mhm. Ist wohl auch, glaube ich, der langsamste Song auf dem Album. Ja, ist auch nicht der Opener, ne? Also ist. Nee. Soll die Leute ja nicht schon gleich langweilen mit dem ersten. In der Mitte, genau. Das stimmt. Also wahrscheinlich auf Vinyl ist er dann. Vinyl ist, glaube ich, der erste Song von der B-Seite. Ja, sieht so aus. 12 Songs sind drauf. Und warum, um nochmal aufs erste Album zurückzukommen, wann ist er rausgekommen? 2015, im November. Okay, dann kennen wir uns seitdem. Ich habe noch überlegt. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, du hattest mir, glaube ich, geschickt oder ich habe euch angeschrieben oder ich weiß es schon gar nicht mehr, also wie das kam. Ich glaube, ich habe es dir geschickt. Das kann sein, ja. Oder sogar mehrere zum Verlosen auch irgendwie. Ja, genau. So zur Weihnachtsverlosung. Ja, und ja, war, das fand ich auch schon gut. Das zweite fand ich auch richtig super und das dritte gefällt mir auch gut. Also ich habe es jetzt noch nicht so häufig gehört, aber die Songs gefallen mir. Gehen gut ins Ohr. Und schön abwechslungsreich. Und ja, abwechslungsreich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da einfach alles draufgepackt. So, kein Konzept. Einfach alles drauf, was wir gerade gut fanden. Ist ja auch irgendwie so ein Teil vom Erwachsenwerden. Kannst nichts planen, kommt alles, wie es kommt. Ja. Und am Ende ist es Chaos oder so. Und hattet ihr denn mehr Songs zur Auswahl oder sind das jetzt quasi die ihr hattet, habt ihr auch aufs Album genommen? Oder habt ihr noch? Nee, das sind alle, die wir hatten. Okay, ja, aber gibt ja auch Bands, die haben dann irgendwie, was weiß ich, 30 Songs und dann. Nee, ich glaube, da zählen wir gar nicht dazu. Nee. Wenn wir 7 oder 8 haben, machen wir schon einen Termin im Studio. Ja. Und welches zuletzt, als letztes dazu? Und welcher ist quasi am neuesten? Ich glaube Porta Potty Anthem. Das ist der letzte Song auf der Platte. Den haben Rainer und ich haben zusammen den Text dazu geschrieben, als wir bei mir waren und völlig abgestürzt sind. Und da haben wir den Text irgendwie noch so ein bisschen zusammengefriemelt. Aber witzigerweise ist ja, dass wir das Album schon aufgenommen haben, kurz vor dem Punkrockers Radio Festival 2019. Da hattet ihr das schon aufgenommen? Ach, kein Scheiß. Habt ihr da auch Songs gespielt? Nee. Zwei. Wir können uns alle an gar nichts erinnern. Es war ein sehr feuchtfröhlicher Abend. Also zu dem Zeitpunkt war ich vermutlich sogar noch nüchtern, aber ja gut. Also das hatte leider, ich glaube, in dem Jahr hatte es auch nicht geklappt mit dem Mitschnitt. Sonst habe ich zwischendurch auch mal hingekriegt, dass wir mitschneiden. Genau, da hatte der Kollege hatte das gemacht, aber in dem Jahr klappte das nicht. Und naja. Ja, ist auch schon anderthalb Jahre her. Das ist so krass. Habt ihr letztes Jahr irgendeinen Auftritt gehabt? Wir haben am 10.01. bei Small State im kleinen Club gespielt als Support in Saarbrücken und haben am 7. März das letzte Konzert gespielt in Saarlouis, im Jutz, das Sidewalk and Friends Fest. Das war das letzte Konzert 2020. Ist da auch das Video zu Drunk Together irgendwie entstanden oder ist das von dem Auftritt? Nee. Okay. Von Growing Up? Das Nein, Video? Von Drunk Together. Das ist doch, oder ist das ist ja animiert. Nee, dann doch Growing Up, dann meine ich den Song. Das ist im November 2019 aufgenommen worden. Okay. Also, da waren wir noch Corona-frei quasi. Ja, klar. Wusste keiner was davon. Nee, das. Und wie viele Auftritte musstet ihr quasi canceln? Also, wenn jetzt keine 3-Wochen-Tour gewesen sein, aber. Ja, ich glaube, fünf Shows schon irgendwie. Ja. Ja. Davon waren auch teilweise welche noch gar nicht veröffentlicht. Okay. Aber es ist so gefühlt so lange her, dass es war. Ich kann ja nicht mehr sagen, welche Shows das gewesen wären. Ja. Also irgendwie ist die
vergeht die Zeit langsamer, aber dann doch, es ist schon irgendwie so lang her. Ich weiß gar nicht. Zieht sich, aber dass es jetzt schon ein Jahr ist, also jeder Tag zieht sich, aber rückblickend ist schon ein Jahr. Ne? Also ja. Auch ganz merkwürdig. Und ja, ein richtiges Ende ist ja noch nicht abzusehen. Also, nee. Aber wenn es das überhaupt geben wird, das ist ja nochmal eine andere Frage, ob inwieweit, also wenn ich noch in 5 Jahren mit Masken rumrenne, das wird sich ja zeigen. Aber wenn, ja, ich glaube ja, dass jetzt irgendwie die Impfstoffhersteller, das werden ja jetzt immer größere Firmen. Ich glaube, das kann man sich irgendwann, kann man in sich die Impfung irgendwie online bestellen und kann die sich selbst spritzen oder so. Ja gut, klar. Irgendwann wird es normal sein, wie Grippeimpfung, aber das, ja, also bis, was hat Mutti gesagt, bis Ende September, ne, soll jeder ein Impfangebot erhalten haben. Das ist ja auch noch ein bisschen. Ja, ich hoffe ein bisschen vorher. Also wir planen ja auch wieder ein Festival im September, nachdem es ja letztes Jahr ausgefallen ist. Hoffe ich ja dieses Jahr. Und ich plane zumindest, aber gut, ob es dann stattfindet, das weiß man dann nicht. Und unter welchen Bedingungen, aber also so Ende September oder Mitte, Ende September, da ist zumindest schon mal nicht komplett unrealistisch. Ne? Also, nee, ich bin da auch irgendwie optimistisch, auch wenn es dann die ganze Zeit irgendwie wieder verlängert wird, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch das so irgendwie so eine Strategie angehen wie in Österreich bei unseren Nachbarn, dass man jeder, der sich getestet hat, an dem Tag, ich meine, das Testen funktioniert ja soweit ganz gut. Ich war vorgestern zum ersten Mal zu einem Corona-Test. Es ist sehr sau unangenehm, aber ja, man weiß halt irgendwie, dass man dann in dem Moment negativ ist und dann kann man sich ja auch irgendwie das Freizeitprogramm auch so gestalten an dem Tag oder irgendwie 24 Stunden danach. Ja, ich glaube, wobei die Schnelltests, wenn das schon unangenehm ist, der richtige Test, der ist, glaube ich, richtig unangenehm. Ne? Ja, die gingen mir schon in die Nase damit. So, das ja, aber die, bei dem anderen, da gehen sie dir eher schon Richtung Gehirn, so das. Ja, das ist so eine Teststraße gewesen, da fährst du halt mit dem Auto rein und dann kriegst du das Stäbchen von so einem medizinischen Fachangestellteren, von einer medizinischen Fachangestellten, bekommst du ein Stäbchen in die Nase geschoben und man stellt sich das irgendwie so vor, wie das sich anfühlen könnte und dann kommt es doch ganz anders. Ja, ich habe also bisher noch gar nichts, also weder irgendwelche Tests waren bisher notwendig, als auch also Impfe auch noch nicht. Also das wird sich auch noch ziehen, denke ich. Also ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Saarland wird jetzt auch irgendwie Vorreiter davon. Ja, das habe ich heute auch gehört. Dass so, ihr quasi Testregion werdet. Im Hinblick, also irgendwie relativ niedrige Inzidenzzahlen. Und das ja irgendwas mit Testen und Öffnen und keine Ahnung. Wird da vielleicht doch mal ein Konzert spielen. Ja, Kino, also ich habe jetzt nur was gelesen vom Kino und Fitnessstudio. Ja. Und ja, ich gehe dann davon aus, dass man sich dann auch wieder mit Freunden treffen kann. Oder proben kann mit der Band. Dann könnten wir das Album auch mal proben. Ja, ich weiß gar nicht, wie das mit den Tests, wie zuverlässig das dann so ist. Und wie zuverlässig das ist, wenn man es richtig macht, sondern auch wie idiotensicher das ist. Das kommt ja auch dazu. Man kann ja sagen, dass der Test eigentlich irgendwie relativ genau ist, aber dass er so schwer zu handhaben ist, dass 90% das nicht gebacken kriegen. Also, ich lese schon Schlagzeilen. Also ich habe schon vor meinem inneren Augen solche Schlagzeilen, dass sich so 18% der Leute, die mit dem Schnelltest hantiert haben, sich selbst verletzt haben oder so. ja, oder eben, dass es dann falsch läuft. Ne? Also, aber grundsätzlich ist das ja eine Strategie, dass man sagt, okay, will mich heute Abend mit Kollegen treffen, dann kaufe ich halt nicht nur Bier ein, sondern mache nicht nur einen Salat, sondern hau mir auch noch so ein Stäbchen in die Nase. Also, ja. Wenn das okay ist, dann fahre ich halt hin und wenn nicht, dann bleibe ich halt zu Hause. Aber ja. Klar, da ist halt immer noch das Problem, dass dann genug Leute sagen, ja, das ist halt
aber der Test, der wird schon nicht stimmen. Oder ist ja auch so eine hohe Dunkelziffer, dass er falsch anschlägt. Und bevor ich jetzt beim Gesundheitsamt anrufe und mich in Quarantäne begebe, gehe ich doch lieber zu den Kollegen und hau mir die Grube zu. Ja, das ist aber auch. Da. Ich weiß nicht. Mal sehen. Also macht ganz sowieso nichts und dass da alle sich mal aufregen, das ist auch normal. Und dass nicht alles richtig läuft, ist sowieso normal. Und viele Dinge versteht man einfach nicht, ne? Ja. Nee, ich glaube, das. Ja. Also ich war ja die ganze Zeit bei diesem Politik-Bashing von unseren Politikern, war ich die ganze Zeit, ja gut, okay, ist eine spezielle Situation und so. Aber mittlerweile denke ich... Ich bin sauer auf den Zug aufgehört. Jo, ich bin jetzt auch schon ein bisschen angepisst. Ich glaube, wir alle, oder? Angepisst nicht, also genervt. Und klar, also... Die können einfach nur alles falsch machen. Also die können nur zwischen so beschissen oder anders beschissen. Also irgendwas, also das jetzt, also das Virus ist da, das wird auch nicht weggehen und auch nicht davon, dass jetzt die Autoindustrie sagt, die Arbeitsplätze sind gefährdet. Das interessiert das Ding ja nicht. Nee. So, und aber die Wirtschaft funktioniert ja weiterhin, also. Ja, also wie gesagt, es gibt halt Dinge, die man nicht versteht. Ne? Warum kann ich arbeiten gehen, aber nicht ins Kino? Also klar, ja. Das eine ist sozusagen relevant, das andere ist, aber die von der Ansteckungsgefahr ist das eine wahrscheinlich deutlich höher, weil dann stehst du mit den Kollegen zusammen und da achtest du wahrscheinlich dann auch weniger auf Abstand, als wenn das alles komplett durchorganisiert ist. Ja, auf der Arbeit ist es aber, glaube ich, auch nicht immer durchorganisiert, gell? Ja, das weiß ich ja. Da ist es auch nicht organisiert. Man hat morgens am Kaffee und irgendwie ist dann der Abstand doch keine 2 Meter. Ja, klar. Naja, ich glaube, das ist ein Thema, da kann man sich tot diskutieren. Ja, aber ich finde, also mich nervt ehrlich gesagt, dass... noch mehr als das, was sozusagen schief läuft, nerven mich die sozusagen alle in der Opposition, die den ganzen Tag immer noch das bemängeln. Das finde ich noch anstrengender. Also der Lindner zum Beispiel, ich meine, der ist ja an sich schon unerträglich, aber den jeden Abend in der Tagesschau zu sehen, wie er sagt, ja, das muss doch alles ganz anders sein. Der labert jeden Abend denselben Scheiß, trägt irgendwie nichts, also macht auch keinen, also labert und hält seine Fresse in die Kamera. Den habe ich echt gefressen, den Typ. Also der, ja, da gibt's, da stehen aber noch mehr auf der Liste irgendwie. Das Katapult-Magazin hat irgendwie solche CDU-Politiker an Pranger gestellt, die da ihre Geschäfte gemacht haben mit den Masken und das finde ich halt schon krass, also, oder generell Geschäfte gemacht haben, ihre Situation ausgenutzt haben. Ja, aber das ist also, ja eine gute alte Tradition der CDU und CSU. Ne? Ja, meiner Meinung nach. Und das wird halt auch, das wird so den Bach runterlaufen gelassen und bis dann halt kein Hahn mehr danach kräht. Ja. Und das finde ich halt echt schlimm. Wobei, es kann ja nichts mehr passieren, die haben alle einen Ehrenkodex unterschrieben. Ja, sicher. Das müssen wir machen. Und heute habe ich gelesen, dass irgendwie Staatsanwaltschaft gegen irgendwen Strafbefehl erlassen hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeiner von diesen Vögeln da ist, von den Amigos, aber. Ach. Ich hatte irgendwann eine Grafik gesehen, sozusagen die aufsummiert, die neben, also was die Nebenerwerb quasi die Politiker so nach Parteien gegliedert so verdient haben. Weil CDU, CSU war relativ weit oben, aber die FDP war jetzt mal gemessen an der Menge an Leuten, die hatten glaube ich die Hälfte an sozusagen Umsatz, aber die haben ja nur, keine Ahnung, vielleicht ein Fünftel von Mandaten, ne?
Ja, ich weiß, also ganz ehrlich, ich weiß auch jetzt noch gar nicht, welche Partei man eigentlich wählen soll. Also das ist ja eine Auswahl zwischen Pest und Cholera. Und wenn man dann seine Stimme hat und will die irgendwie einer Partei geben, wo man dann nachher denkt, ja, dann erreichen die wieder nicht die 5% und dann war es halt Ja. irgendwie auch, also wählen gehen muss man ja sowieso, aber welche Partei? Welche? Ja, das finde ich ja schon so scheiße, dass total viele Leute eben nicht wählen gehen. Ja, Also das ist halt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, wenn man in einer Demokratie lebt und das Recht hat, wählen zu gehen, dann sollte man das auch ausnutzen. Also, nutzen. Nicht ausnutzen, aber nutzen. das will mir nicht in den Schädel. Also das Argument, ja, die sind doch alle bescheuert, das finde ich irgendwie zu schwach. Also Nee, man muss das halt geht nicht. eben hingehen und dann, also das ist ja meine Utopie, dass du eine Wahlbeteiligung von 100% hast, aber eben 70% der Stimmen sind keiner Partei zugeordnet, so ungefähr. Also Ja, das wäre am besten. das wäre auf jeden Fall mal ein klares, genau, wie Snob schreibt, gerade schon ungültig wählen. Nur die Frage ist halt, ob man zwischen also ungültig, ob es einen Unterschied gibt. Oh, jetzt schellt es bei dir, ne? Ja, da Also ist mach mal doch die Tür auf. der Wir greifen Gitarrist. das Thema gleich wieder auf. Ich mache jetzt mal Musik. Spiele mal einen Song von euch. Dann nehmen wir Drunk Together. Mal gucken, ob das heute Ja. Abend klappt. Lass mal zusammen betrunken werden. Genau. Bis gleich. So, da sind wir wieder und jetzt sind wir sogar zu dritt. Moin. Hi. Ja, stell dich kurz vor. Ja, ich bin Kinsey. Ich spiele beim Sidewalk Surfer in Gitarre und ja, habe heute ein bisschen verpennt. Ja, du, aber jetzt bist du da und schön, freue ich mich. Sehr gut. Ja, wir hatten, genau, das war gerade der Song, den wir gerade gehört haben, war Drunk Together und ich hoffe, ihr habt alle ein Bier. Prost erstmal. Prost. Der Song ist auf dem Album Growing Up is a Mess, das morgen erscheinen wird. Offiziell. Also irgendwie die Platte ist ja schon raus und ich weiß nicht, ob auf irgendwelchen Online-Sachen auch schon zu hören ist. Oder ob das erst Was? irgendwie Spotify und so oder ob das erst ab morgen. Ja. Ab 0:01. Ja, aber aktuell auch schon oder erst ab morgen? Ja, erst ab morgen. Ja, okay. Ja. Das heißt, wir können heute Abend auch noch keinen Song spielen, der noch nicht veröffentlicht ist. Oder können wir das machen? Warum? Ja, Ja, können wir machen. können wir machen. Ja. Exklusive Premiere via Punkrockers Radio. Ja, ist irgendwie auch angemessen, finde ich. Ja. Aber um nochmal ganz kurz auf das Thema, was wir hatten vor dem Song, zurückzukommen, mit dem Wählen. Ich frage mich auch, ob es eine Unterscheidung gibt zwischen zu doof zum Wählen und wollte nicht wählen. Also fand alles scheiße. So, das ist ja ein Unterschied eigentlich. Eigentlich müsste es doch ein Kreuz geben für ich finde euch alle kacke. Ja, Was aber wäre es gibt ja auch den Wahl-o-mat. Also es wird den Leuten ja geholfen, wenn sie wirklich keine Ahnung haben, für was sie sich jetzt entscheiden sollen, wird den Leuten ja geholfen mit einem Wahl-o-mat. Ja gut, aber du kannst ja zu dem Schluss kommen, die Großen finde ich alle kacke, die Kleinen finde ich auch alle kacke. Also ich finde eigentlich alle Bands kacke, aber wählen an sich finde ich super. Also ich finde es gut, dass ich in der Demokratie lebe, dass ich wählen kann. Das ist ein Privileg. Deswegen will ich auf meinem Wahlzettel explizit ankreuzen, ich finde euch alle kacke, aber ich finde Demokratie gut. So, also um zu zeigen, das ist ja was anderes, ob ich einfach zu dämlich bin. Ein Ja, Kreuz zu klar. machen oder ob ich sozusagen einen klaren Kopf habe und sage, ich will keinen von denen. Das kommt ja nicht raus. Also das ist ja so angelegt, dass das quasi es ungültig ist. Aber ungültig ist was anderes als ich will euch Ja. nicht. Und dann, wenn mehr als 30% dieses Kreuz gemacht haben, dann muss man alles überdenken. Ja, das also das werden das So können ja immer alle sagen, ja, die Leute sind nicht gegangen, die sind blöd, also
und die anderen sind einfach zu dämlich. Aber dass Leute hingehen und sagen, ich bin nicht doof, ich bin Demokrat, aber ich finde euch kacke. So, das, ja. diese Option gibt es ja eigentlich nicht. Ich bin dafür. Man muss vielleicht einfach mal. Politisch. Wir gründen jetzt eine Partei. Ja, finde ich super. Die Partei, die hat keine Ziele, die hat einfach nur das Votum, ich finde euch kacke. Das Logo ist ein Stinkfinger. Ja. Ja, also haben wir jetzt eine Partei gegründet hier heute Abend bei Punkrockers Radio. Beim Kellerpunk haben wir jetzt eine Partei gegründet. Ja, und muss man nochmal durchdenken und wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwelche Höhen. Aber, also wie gesagt, das ist ja so ein, ja gut, die APPD wurde jetzt gerade vorgeschlagen, die gab es ja mal, aber die haben ja andere Ziele verfolgt. Also, ja, das war auch, glaube ich, das ist nicht mehr zeitgemäß, oder, mit der APPD? Wegen Bier trinken und... Ja, ich weiß nicht mehr. Das ist halt so weit eskaliert, dass wir jetzt, ich glaube, Politik besteht jetzt wirklich, sollte jetzt wirklich lösungsorientiert sein. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wann war das? Anfang der 90er oder so, ne? Ich weiß nicht, ich habe das nicht so ganz verfolgt. Oder Ende der 80er, Anfang der 90er. Selbst gab es die ja. Und die sind ja immer noch irgendwie einen Kultstatus. Mit der, läuft gerade eine Katze durchs Bild. Aber Katzen sind ja sehr leise, deswegen hört ihr das am Radio nicht so. Ja. Ja, wie gesagt, Hauptsache wird gewählt. Das schreibt der blaue Peter hier gerade im Chat. Und finde ich auch. Also dieses Argument, eben nicht zu wählen, weil es ja nichts bringt, ist eigentlich. Ja. Wählen sollte man schon, wenn man schon das Privileg hat, in einer Demokratie zu leben. Ja. Nee, aber im Saarland ist das ist ja nicht irgendwie Landeswahl, oder? Seid ihr auch im Superwahljahr dabei? Ne? Sind wir? Ja, ich glaube. Ich glaube, ich werde also auch gewählt. Ja. Oder? Im August, oder? Ja, ist auf jeden Fall Superwahljahr. Ja. Superwahljahr. Ja. Naja. Habt ihr jetzt, also morgen erscheint das Album sozusagen offiziell, aber die Platte ist ja quasi für die Vorbesteller schon rausgekommen? Ja. Ist sozusagen schon im Umlauf? Ja. Und aber warum ist sie jetzt eigentlich schon da? Also wenn morgen doch erst Release ist, also das macht doch irgendwie keinen Sinn. Eigentlich ist doch Release. Ja, Release. Also wer, ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie. Man will halt immer Vorbestellungen machen, um das dann, um auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erregen auf das Album. Aber ich glaube, es zählt auch dazu, dass man die Leute, die vorbestellen und einfach blind das Album vorbestellen, könnte man auch einfach belohnen, indem man die Platte denen halt schon früher losschickt. Und ja, haben wir einfach gemacht. Ja. Und ihr habt ein neues Label, ne? Ja, stimmt. Wir beziehen jetzt alles aus der Region. Wir sind jetzt zum regionalen Label gewechselt. Das ist auch ökologischer, ne? Und ja, genau. Nachhaltig. Telefonleitung ist besser. Ja, erzähl mal was zum Label. Ja, also da das Album, wie wir eben gesagt haben, ja schon aufgenommen wurde 2019 im September, wollten wir das eigentlich im März 2020 releasen. Aber dann kam was dazwischen, ne? Ja. Long Beach Records hatte dann kein Geld mehr irgendwie für eine neue Platte von uns, was man ja auch verstehen kann. Ich meine, wir sind jetzt nicht die Band, bei der man 200 Platten pressen lässt und die gehen direkt weg, sondern das ist eher was, ja, wir sind halt noch eine kleinere Band, können froh sein, wenn wir 50 bis 60 Platten verkaufen. Und das ist dann halt nicht mehr lukrativ, gell? Ja. Und ja, das war aber, das zählt aber auch dazu, dass es Corona war und so. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir uns halt ein anderes Label suchen. Wir haben dann auch ein paar angeschrieben und Kai hat sich dann gemeldet und hat gesagt, ja, lass machen. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Der hatte im Lotto gewonnen, oder? Ja. Eine Sache. Ja, nee, keine Ahnung, der hatte halt Bock drauf, der fand die Platte gut. Ja. Und ja, wollte es machen.
Aber also wir haben viele Absagen bekommen wegen Corona halt, dass es wegen Corona keinen Sinn macht, eine Platte zu releasen. Aber wir wollen auch nicht mehr länger drauf sitzen, deshalb haben wir gedacht, komm, wir müssen das Ding ja, jetzt klar, raushauen. Irgendwann sind die Songs dann veraltet und dann lohnt auch kaum, wobei bei euch geht das ja noch. Wenn du sagst, ihr hattet genauso viele Songs, die dann auf der Platte gelandet sind, das ist jetzt nicht so, dass du dann sagst, ja okay, wir haben jetzt schon 15 neue Songs und das sind eigentlich die alten, die hat sowieso keiner mehr Bock drauf. Das. Ja, es ist eher so, dass ich es ist irgendwie so ein Ding, wenn man auf so einer Platte sitzt, die man halt recorded hat, aber das Ding nicht veröffentlichen kann. Das macht einen irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Ist jetzt auch ein komisches Gefühl. Man denkt, morgen kommt die neue Platte raus, aber für uns sind die Songs irgendwie nicht mehr so neu. Ich meine, wir tragen sie jetzt ein anderthalbes Jahr oder über ein anderthalbes Jahr mit uns herum und können sie teilweise selbst schon zwar immer noch hören, die Platte top, aber ja, man hat es halt schon 400 Mal gehört. Also es wird, ist ein komisches Gefühl dieses Mal. Ja gut, das wenn die eigentlich vor einem Jahr rauskommen sollte, das ist ja schon ganz schön lang. Habt ihr euch euren Schnitt kaputt gemacht, ne? Ja, da geben wir jetzt nicht so viel Wert drauf, aber das Ding ist halt, wir fanden die Platte schon scheiße, mega gut, mega scheiße, mega gut. Und es ist schon immer so ein Auf und Ab irgendwie. Das ist so, man bekommt irgendwie kein Feedback, ist die Platte jetzt gut oder nicht gut, weil nur wir sie hören und unsere Freunde sagen, nee, das ist geil, aber ja. Gibt es deine Lieblingssongs? Also es ist uns eigentlich richtig schwer gefallen, die Singles auszusuchen, weil irgendwie hat jeder Song so, ist jeder Song gut. Aber was ist dein Lieblingssong? Ich würde Rapid Cycling sagen. Ein paar Bier drin, den mitgrölen. Genau meins. Ja, ich weiß nicht. Ich finde 21 gut. Und An Apology finde ich richtig gut. Ja, dann werden wir die auf jeden Fall im Laufe der Sendung noch hören. Zwei Anmerkungen aus dem Chat. Semmel schreibt, Saarland wird Frühjahr 2022. Also ist nichts mit Superwahl ja bei euch. Ach so, okay. Ja. Und ihr seid offensichtlich nicht informiert. Stellt sich ja daraus. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wann die nächste Wahl in Nordrhein-Westfalen ist. Also insofern kann ich da jetzt auch nicht mit Stein schwarz aus meinem Glashaus. Und der Iggy Stop fragt, warum habt ihr die nicht letztes Jahr released und sobald Corona weg ist, einfach nochmal so eine Art Release-Party Vol. 2 Corona-bedingt? Ja, wir wollten es halt auch nicht ohne Label machen. Ja, also das heißt, mit dem Label hat sich erst 2020 ergeben sozusagen. Ja, das ist halt, also das hat sich dann nicht mal, das hat sich 2020 erst ergeben, genau, aber auch Mitte vom Jahr, glaube ich, erst. Und dann war es so, dass man ja halt auch ein bisschen Vorlauf braucht, bis dann das Album erscheint, allein wegen Pressung. Das Artwork war noch nicht so ganz ready. Und dann haben wir auch noch Songs halt eben verbessert. Also wenn wir heute im Laufe des Abends noch Passion hören, den Refrain singt ja jemand anderes. Wer singt den denn? Ja, nee, das war halt, also wir wollen dann schon eine Platte rausbringen, die das dann halt das Full Package ist und nicht halt irgendwie so, weil es auch, wir haben uns ja auch Mühe gegeben dafür. Ja, und klar. Dann wollen wir es halt auch schon richtig machen. Wir haben auch eigentlich gedacht, dass wir jetzt wieder touren könnten. Aber hat keiner gedacht, dass das Ganze über ein Jahr geht. Ja, also sozusagen zu dem Zeitpunkt, irgendwann war dann klar, ihr habt ein Label und dann habt ihr gesagt, okay, ja, jetzt muss man pressen, das dauert, Presswerke sind voll, die sind sowieso immer und kleine Bands haben es möglicherweise auch schwieriger, als wenn eine große Band ankommt. Und ja, gucken wir mal und dann bis Anfang des Jahres wird schon alles fertig sein, so ungefähr mit dem Corona. So. Und dann, da läuft wieder eine Katze durchs Bild. Da war es doch anders, ja. Wir hören jetzt mal Passion und danach erzählst du mir, wer damit gesungen hat. Oder right. Vielleicht erkennt es ja jemand im Chat, ich weiß es nicht. Alone,
Session war das vom Album Growing Up is a Mess von den Sidewalk Surfers, die hier auch immer noch zu Gast sind, zumindest in Teilen. Vollständig. Genau, ihr seid jetzt ein Duo, genau. Nee, es gab einen Besetzungswechsel, ne, seit, also jetzt im letzten Jahr. Und ja. Denn vielleicht kommt er auch noch in den Chat rein. Der neu besetzte Drummer. Ja. Und der alte hatte keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, das ist so der Tenor. Ja gut, aber Drummer zu finden ist ja gar nicht so einfach, ne? Also ich kenne nee, das von. Nee? War auch voll der Struggle eigentlich noch so. Also, aber ja, wir hatten dann auch eigentlich Glück, weil Rainer, also Pecco, hat dann nochmal jemanden gefragt und das war dann Dominik, der jetzt auch bei uns Schlagzeuger ist. Und der hat gesagt, ja, er hat nicht so viel Zeit, weil er halt noch eine andere Band hat und es auch dann irgendwie beruflich macht. Und ja, dann haben wir schon gedacht, so, ja gut, dann proben wir jetzt halt mal mit dem, weil das war noch vor November. Und nachher stellt sich raus, dass es halt super geil ist, aber er keine Zeit dafür hat und das ist halt auch scheiße. Und dann haben wir geprobt und dann war es halt geil für uns, geil für ihn. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass doch machen und dann seitdem machen wir es. Also wir konnten jetzt nicht so viel proben, aber... Ja, wofür auch, ne? Also, ja, also eine Jazzband werden wir nicht... Ja, das war ja deine Angst, dass es keine Punkbands mehr gäbe. Ja, genau, das war ja vor einem Jahr hatte ich da ja mit angefangen. Mit diesen Fragen und da, ich glaube, da hatte ich so 10 Stück oder so dann bei Instagram. Es wurde immer absurder und einige hatten dann auch Vorschläge gemacht. Das hat sich jetzt halt auch wie so einiges eben gejährt. Dann hatte ich es jetzt auch mal wieder gepostet. Das war so krass, bei Facebook, das war so unglaublich weitreichend, reichweitenstark, dieses Bildchen. Das fand ich faszinierend. Also manche Sachen, da denkst du, ja, da müssen die Leute drauf stehen, da interessiert keine Sau. Dann schreibst du irgendeinen Mist. Und das hatte also wirklich, also das war schon quasi viral. Also dieser Post im letzten Jahr, der hatte, ich glaube, 100.000 Views oder so. Das fand ich krass. Das fand ich völlig faszinierend. Also, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Leute auch alle unsere Seite dann mit einem Like versehen haben, aber fand ich faszinierend. Ich weiß nicht, ob die sich da verrechnet haben oder was. Nee, das ist ja, ich bin da drüber gestolpert und dachte auch so, ja, auf jeden Fall. Also das ist schon so, das war schon ein Eyecatcher, auch wenn man es halt da so gelesen hat. Ja, das, naja. Ja, und aber irgendwann ist mir auch nichts mehr eingefallen. Das nudelt sich ja dann auch durch, ne, langsam. Und ihr seid auf Facebook und so und Instagram seid ihr ja auch relativ aktiv, ne? Ja, wegen dem, ja, es gibt ja im Moment keine andere Möglichkeit, so. Da muss man halt irgendwie die Leute vollschmeißen mit Beiträgen. Und, es tut uns leid, dass wir das tun, aber... Ja, nu, aber machen es alle und ihr dosiert es ja auch noch einigermaßen. Also, ja, ich weiß nicht. Die wirklich jeden Tag dann 5, 6 Dinger raushauen und wo du denkst, ist jetzt auch nicht so interessant, aber. Ja, ich fände es halt selbst kacke, wenn ich so tot penetriert werde mit Beiträgen von meiner Lieblingsband. Dann wird sich das vielleicht auch ändern, dass es dann nicht mehr meine Lieblingsband ist, wenn ich jeden Tag so 6 Beiträge davon sehe. Aber ja, wir haben halt, also ich will eigentlich nichts, wir wollen eigentlich nicht mehr als einen Beitrag am Tag oder so pushen, wenn es dann Richtung Release geht. So. Gibt es ja schon Resonanz auf das Album? Es gibt bisher, glaube ich, 5 Kritiken sind bis jetzt veröffentlicht. Davon war eine so lala und die anderen waren richtig gut. Also dem einen Redakteur hat es wohl nicht so gepasst, dass das Album halt sehr chaotisch ist, in seiner Aussage. Also er hätte lieber ein Konzeptalbum gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, letztlich ist doch in Zeiten von Spotify
ist es doch eigentlich sowieso völlig egal. Also, ja, also prinzipiell, also die Leute hören, also klar, du hast immer noch Leute, die irgendwie jetzt Vinyl hören oder CD und die von A bis Z durchhören, aber das hat sich doch sehr gewandelt, dass die Leute wirklich eher sozusagen songmäßig irgendwas hören. Die hören dann irgendwelche Playlisten und da ist dann halt ein Song drin. Und insofern ist es ja wahrscheinlich auch weniger relevant, ob jetzt ein Album irgendwie stringent ist von A bis Z. Ja, am Ende sucht sich jeder halt irgendwie seinen Lieblingstrack aus und packt ihn in eine Playlist. Und ja, alle sind glücklich. Und ich meine, kann ja sozusagen Durcheinander kann man ja auch als Idee verstehen. Oder? Ja, wir haben jetzt gesagt, das ist ja das Konzept von diesem Album. Ja, aber es war unabhängig davon, dass jetzt die Songs sozusagen keine, wie auch immer man das nennen will, rote Linie oder was auch immer haben, muss man ja irgendwie eine Reihenfolge hinkriegen. Sagen, ja, erst den Song und den Song. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das irgendwie ausgelost oder habt ihr gesagt, ja, die sind sowieso alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich, also knallen wir die einfach aneinander oder habt ihr irgendwie ein Ranking gemacht? Oder? Das ist halt jetzt schon ein Jahr her, wo wir das beschlossen haben, aber. Okay, dann werden wir es wohl nie mehr rausfinden können. Ich glaub, dass die erste Bedingung war irgendwie, dass keine Single, die ausgekoppelt wird, der erste Song ist. Aber wusstet ihr damals schon, was Singles werden? Es ist uns schwer gefallen, aber wir hatten so eine engere Auswahl. Also Growing Up halt war auf jeden Fall und New World und die dritte Single, das wussten wir damals noch nicht, was wir jetzt machen sollen. Ja, also drei Singles sind raus, drei Videos sozusagen auch, ne? Ja. Zwei davon animiert. Und die hat auch derselbe Künstler gemacht, ne? Genau. Wer ist das? Der Frankenstoner aus Freiburg. Der Freiburg ist aber nicht im Saarland. Ihr müsst mal an eurem Nachhaltigkeitskonzept arbeiten. Das ging ja online. Ja, gut. Das kannst du ja alles. Dann ist ja okay. Also kennt man den irgendwo her oder anders gefragt, woher kennt ihr den? Der hat das Logo, dieses Schuhbier-Logo hat er vor Jahren schon entworfen. Da waren wir sehr zufrieden damit und deswegen haben wir gesagt, gib mal, mach die Chance oder wollen weiter mit ihm arbeiten. Und als er dann gesagt hat, er traut sich diese Videos zu, haben wir dann gesagt, okay, darfst du machen. Ja, sind auch gut geworden. Also, also auch der zweite, der ist ja so ein bisschen so wie so ein, wie heißen die, so Tom und Jerry Comic so ein bisschen. Also. Ja, es sollte schon so ein bisschen oldschool sein. Also für uns oldschool. Weil wir sind mit diesen Comics halt groß geworden und wir fänden das cool, wenn es so ein bisschen den wie nennt man das? Das Grading von so einem Comic hat. Ja. Ja, das hat er gut umgesetzt. Also, ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Aber du musst mir noch sagen, wer jetzt bei Passion Gast-Vocals gemacht hat. Das stimmt. Gibt's Tipps aus dem, oder gibt's Ahnungen im Chat? Ne, hat keiner was geschrieben. Ach. Das war, das kannst du ja auch sagen. Das war Cutty von Prosecution, beziehungsweise Burden of Life ist noch seine Band. Und entstanden ist die Idee eigentlich, wir haben den auf Tour mit Prosecution, glaube ich, Karaoke singen hören und die hat gesagt, okay, das gefällt uns. Und als wir dann den Song geschrieben haben und gemerkt haben, okay, so wie wir ihn aufgenommen haben, gefällt er uns nicht hundertprozentig, haben wir dann gesagt, lass Kötti die Chance geben. Wir haben den Song rübergeschickt, der hat gesagt, er macht's und hat halt mal richtig einen rausgehauen. Ja. Ja, das hat ja schon sozusagen, also so eine Art Tradition, ne? Auf dem letzten Album war ja auch ein Gastsänger. Ja, David McRae von Big T and the Kids Table. Ja, das ist ja mein Favorit von dem Album. Also ja. Einfach, also jetzt,
Einerseits, weil der Song geil ist, aber auch, also der Gesang ist auch einfach richtig geil. Ja, das bekommen wir so nicht hin. Da müssen wir uns immer Unterstützung holen. Das, ist das, wie gesagt, jetzt beim letzten Album jetzt wieder, zieht sich da durch oder ist eher Zufall? So. Ich glaube, es zieht sich durch. Also ihr habt euch jetzt quasi die Marke gesetzt, dass ihr beim nächsten Album wieder einen Gastsänger braucht. Es ist ja auch so, dass auf jeder Platte ist ja ein Song so ein bisschen Reggae-lastig. Ja. Das haben wir, das ziehen wir jetzt auch durch. Aber ihr habt neu ist ja ein Cover-Song, den hattet ihr noch nicht, ne? Ja, ja, stimmt. Da kannst du auch noch was zu erzählen. Wir haben letztens schon drüber geschrieben, aber also der Song Anything Anything, jetzt höre ich gerade nicht auf die Band. Dramarama. Dramarama, genau, ja. Ich hatte irgendwie im Schädel, dass sie aus Australien kommen, aber die kommen ja nicht aus Australien, die kommen aus irgendwas Amerika. Ja. Und das ist ja eigentlich, also normal oder häufig werden ja halt relativ bekannte Songs auch gecovert. Das ist ja, also aus meinem, ich denke, das ist eher ein unbekannter Song. Also den kennt vom kaum einer. Ja, das war, ich habe sonntags irgendwie so ein bisschen verkatert auf der Couch rumgelegen und habe irgendeinen Film angemacht. Das war auch kein nennenswerter Film jetzt. Und da kam dieser Song halt drin vor und den fand ich so nice, dass ich den Jungs den geschickt habe. Hab gesagt, ey, den könnten wir doch mal covern. Und die waren direkt davor damit und dann haben wir den gecovert. Ja, das ist, ja, glaube ich, aus von wann? 86 oder irgendwie sowas. So. Also schon weit älter. Und ich glaube auch, die Band ist nie zu Ruhm gekommen. Nee, spielen für 500 Euro auf jeder Kirmes, glaube ich. Ja, wie gesagt, das Song, den finde ich, ist echt ein Hit. Der war damals schon ein Hit. Und ja, von euch ist er nochmal wieder ein Hit. So. Ja, cool. Danke. Ich hoffe, dass sozusagen so eine alte Band dann nochmal wieder zu Ehren kommt. Und wir hören ihn vielleicht einfach mal. Und ich bin mal gespannt, ob den irgendwer, der im Chat ist, kennt. Und dazu nochmal den Hinweis, wenn ihr nicht im Chat seid, aber zuhört, kommt in den Chat. Dann könnt ihr nämlich Fragen stellen und Kommentare abgeben und so weiter. Geht einfach über unsere Website. Da gibt es einen Button Chat und den klickt ihr an und dann nehmt ihr den Namen, der euch angeboten wird oder sucht euch selber einen aus und dann seid ihr dabei. So wie zum Beispiel der Iggy Slop oder der blaue Peter 161 oder auch Rote Ratte und Semmel. Nicht zu vergessen. So, jetzt haben wir erstmal Anything, Anything im Original von Dramarama und jetzt in der Version von den Zeitvox-Surfers. Anything, Anything war das. Ja, von Dramarama. Hier steht es ja auch. Ja, ich habe es. Meine Augen sind so schlecht. Das Kleingedruckte kann ich nicht mehr lesen. Genau, ja, schöner Song, schöne Version. Sehr gut. Und im Chat ist jetzt auch der Puh angekommen. Hallo Puh. Der war noch grillen. Hi Puh. Hi. Ich weiß nicht, was er gegrillt hat. Kurz hat er geschrieben. Ja, aber kurz, ja. Dominik requests to join. Dann holen wir den mal dazu, ne? Zack. Hi, Dominik. Ja, morgen. Hi. Hi. Du bist mit dem Handy dabei, sehe ich. Offenbar. Weil du hochkant bist. Wenn du dein Handy drehst, dann bist du, glaube ich. Ah, so. Ja. Dann sind wir alle gleich groß. Jetzt läuft wieder eine Katze durchs Bild.
Und wenn die jetzt bei mir auch noch durchs Bild laufen würde, das hat keine Katze anzubieten. Insofern. Ja, schön, dass du auch dabei bist. Ja, freut mich. Geht es dir gut? Ja, bei mir ist alles gut. Und selbst? Ja, ich trinke hier gerade Bier mit deinen Kollegen und insofern, da kann es einem ja so schlecht erstmal nicht gehen. Ich habe gesagt, ich schließe mich an. Sehr gut, sehr gut. Nee, da kann es einem so schlecht nicht gehen. Und ja, wir hören Musik vom Album. Und ja, da bist du ja quasi noch nicht dabei, sozusagen. Aber kannst du dich sonst schon spielen? Oder? Ich meine, ja, mehr oder weniger. Also anfangs habe ich mich echt ein bisschen schwer getan, vor allem mit diesen, wie soll man sagen, diese Offbeat Sachen, aber irgendwann findest du einfach in diese Mucke rein und dann denke ich, kannst du es auch ganz gut rüberbringen. Von daher. Ja, kann ja. Was meinst du? Ja, kannst du. Danke. Aber als Drummer, ich meine, normal, also ich kenne halt nur, dass Drummer alle in 15 Bands spielen, mindestens, weil die halt, also Triangel kann jeder spielen, das ist egal, zwar zu Hause machen, aber. Schlagzeug ist ja mal so ein bisschen ein Problem, deswegen gibt es halt so wenig Drama. Hast du noch andere Bands? Oder darfst du das jetzt nicht sagen? Oder haben die einen Knebelvertrag mit dir gemacht? Also es gibt tatsächlich eine Band, die hat so einen kleinen Knebelvertrag mit mir. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich eigentlich machen kann, was ich will. Ich meine, ich bin im Endeffekt Freiberufler, von daher kann mir eigentlich niemand irgendwas. Von daher alles cool. Ja. Aber jetzt zum Gespräch, Drummer gibt es nicht viele. Es gibt eigentlich Drummer wie Sand am Meer, von daher, aber gute Drummer ist so die andere Sache. Ja, wie gesagt, also ich kenne das halt nur, dass alle, also Gitarristen, also jeder kann Gitarre spielen so ungefähr, aber Drummer ist halt eher schwierig und die spielen halt auch häufig dann in, was weiß ich hier, der Alex von vom Ruhrpott Rodeo, der spielt ja, glaube ich, in 15 Bands oder hat er zumindest mal und ich gucke gerade nicht drauf, also gibt halt einige, die in ganz vielen Bands auch spielen und dann voll ausgelastet sind, aber du hast bisher sozusagen jetzt ja erstmal alles nur trocken geübt und noch nicht die Gelegenheit gehabt, dass ihr live spielen könnt, ne? Ja, doch, wir haben ja im November schon geprobt noch. Ja, aber jetzt also auftrittsmäßig war es jetzt noch nicht dabei. Leider nicht. Also wir haben ja momentan eine ganz blöde Situation hier. Und von daher ist es halt uns vor allem als Musiker wirklich so gar nicht erlaubt, irgendwas zu machen, was halt im Endeffekt kacke ist und wo halt eben auch die Kohle echt flöten geht. Aber ich sehe halt echt in die Zukunft und sage, ey, das wird geil und wir werden das roppen. Ja, ich meine, früher oder später, also es kann ja letztlich irgendwie nur besser werden. Und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass Saarland ja jetzt quasi Modellprojekt wird und vielleicht ergibt sich darüber über was, dass er irgendwie eine Möglichkeit hat, dann tatsächlich auch mal ein Release-Konzert zu machen zum neuen Album. Fingers crossed, wir hoffen es. Ja. Und Kiwi, was denkst du, Punkrock Holiday, findet das statt? Ja, das ist die Frage. Wir haben auf jeden Fall alle Urlaub. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, gell? Ja, stimmt, ihr seid, sollt auch spielen, ne? Wie war das? Nee, dieses Jahr nicht. Stimmt, ihr habt vor 2 Jahren, ne, 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ne? Genau. Ja. Letztes Jahr war ja keins und das Jahr davor haben wir dann. Ja, genau. Ja. Aber ihr wollt auch alle hin, also als Band sozusagen, oder? Ich glaube, Rainer setzt dieses Jahr aus. Ja, gut. Aber, also wir werden auch Dominik einfach mitnehmen. Und, Ich glaube noch nicht dran, dass es stattfindet, ehrlich gesagt. Weil die Unsicherheit zu groß ist. Die müssen jetzt irgendwann müssen es entscheiden, ob es stattfindet oder nicht. Jetzt in den nächsten, keine Ahnung, 4 bis 6 Wochen. Und
in der Zeit wird sich einfach nicht stabil klären lassen, dass es stattfinden kann. Und dann werden sie es wahrscheinlich absagen. Aber ich hatte letzte Tage gelesen, dass zumindest ihr Straßenproblem gelöst ist. Ist das Bangkok Holiday jetzt über eine Autobahn zu erreichen, oder? Nein, es hieß ja, also war ja eine Zeit lang, war das ja auf der Kipp, ob die weitermachen ja. können, weil er eine oder eine Umgehungsstraße da lang laufen soll und quasi genau über sozusagen mehr oder weniger über einen Campingplatz. Und deswegen war unklar, ob es irgendwie weiter stattfinden kann. Und das Schlechteste wäre gewesen, es fällt jetzt zweimal aus und danach kann es nicht mehr stattfinden, weil. Ja, stimmt. Wegen Straßenbau. Und ich habe aber jetzt, ich glaube, vorgestern oder so, haben sie gepostet, dass die da irgendwie eine Lösung haben, dass, was weiß ich, dass man woanders parken muss, aber dass es irgendwie klappen wird. Mit Einschränkungen, aber dass sie weiter da auf dem Gelände bleiben können. Ja, das ist ja auch schon mal die Hauptsache. Ey. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich, das wäre echt ein richtiger Verlust, wenn das Festival nicht stattfinden könnte. Ja, also Dominik, da, also wenn es stattfindet, fahr auf jeden Fall hin. Das ist das beste Punk-Festival in Europa. Ja, also ich war jetzt noch nicht auf allem, aber von wir auch nicht. aber ich finde es schon, ist auf jeden Fall ein herausragendes, definitiv. Ein besonderes Festival, besondere Leute und gut, bandmäßig kann man sich da natürlich darüber streiten, ne? Dass ja bei allen großen Festivals das Line-Up wiederholt sich dann so ein bisschen und die großen Bands hat man dann auch alle schon zigmal gesehen. Ja, aber die Beachstage finde ich ja immer wieder interessant. Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer großes Kino. Also das Ambiente ist super und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Kompromiss. Du siehst ja halt irgendwie Lagwagon oder North X abends, aber mittags kannst du dich halt mit super vielen coolen Leuten unterhalten, kannst einen Mainball trinken und kannst dich einen Fluss runtertreiben lassen. Und dann also, ja, ist, wie du sagst, wie das Ambiente passt. Also es ist halt wirklich, der Name ist ja Programm mit Punkrock Holiday. Ja, und also auf der Beach Stage sind ja auch dann ja viele quasi kleinere Bands, die eben noch nicht so bekannt sind wie ihr jetzt. Zum Beispiel, ja. die da. Wobei ich jetzt auch schon unterschiedliche Dinge gehört habe, wie, also das, die haben ja quasi den Deal, ich glaube, man kriegt irgendwie kein Geld, aber kriegt Tickets und was man über die Tickets verdient, kann man das kann man sozusagen mitnehmen. Das ist sozusagen die Gage und da habe ich auch schon Stimmen gehört, dass es irgendwie eigentlich ja so ein bisschen noch nicht Pay-to-Play, aber geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Also, nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben ja da gespielt und Pay-to-Play ist es auf gar keinen Fall. Es ist halt nee, das nicht, aber Ticket-Kontingent und verkaufst es halt für mindestens ich glaube 118 Euro oder so. Und was du mehr verlangst, das darfst du behalten. Genau, aber die meisten Bands machen es halt nicht, weil sie sozusagen dann zumindest ja die, also weil ja auch noch irgendwie, je mehr du verkaufst, umso weiter hinten spielst du, ne? Also die am wenigsten verkaufen, spielen ja irgendwie dann mittags. Und das ist halt irgendwie doof. Also es ist irgendwie ist es fair, aber du musst halt irgendwie engagiert sein, was ja letztlich dann auch wieder okay ist. Also es ist eine Band, die. Jo, wir sind jetzt aber auch nicht die Engagiertesten beim Ticketverkauf, gell? Und wir haben es halt hin und wieder mal gepostet, dass wir noch Tickets haben. Und dann soll uns ja eine DM schreiben, also eine persönliche Message, und dann schicken wir die raus. Und wir haben auch nur den Mindestwert an Tickets verlangt, also wirklich nur diese 118 Euro, die wir eh dem Punkrock Holiday dann geben müssen, plus Versand halt mit Brief. Und also das war jetzt nicht wirklich Stress. Ich habe, wenn eine Bestellung reinkam, habe ich das Zeug verpackt und habe es weggeschickt. Also
Ja, also ist jetzt kein Festival, wo man sozusagen dran verdient, aber auf einer Seite kriegst du ja auch die sozusagen kriegst ja auch die Tickets umsonst. Also das. Ja, also wenn wir jetzt extra darunter hätten fahren müssen, um nur um zu spielen, dann hätten wir halt sehr wahrscheinlich gesagt, ja, sorry, aber nee. Gut. Aber da wir eh jedes Jahr da sind. Ja, und wenn du sagst, okay, wir spielen da und machen dann noch eine Woche Urlaub, dann ist ja auch wieder okay. Aber das lohnt sich ja, schon. Nur, was ich noch nicht... Ja, auch freien Eintritt und... Ja, eben, das meine ich ja. Und was ich aber noch, bisher noch nicht verstanden habe, dass die noch nicht so eine Art Shuttle eingerichtet haben, um die Brocken runterzubringen für die Beachbands. Ja. Also der Berg ist schon steil und da die Amps irgendwie hochzuschleppen und auch runterzuschleppen, ist ja schon eher anstrengend. So. Wobei ich glaube, die haben, glaube ich, Amps auch da, ne? Oder wie war das? Das ist alles, es steht so ein Grundset von Schlagzeug da und die Amps stehen auch so ein Grundset da. Also du musst dann wirklich nur. Also wenn du spartanisch bist, bringst du nur die Gitarre mit und muss nichts schleppen, und wenn du sagst, ey, ich will aber über meinen Amp spielen, dann muss halt schleppen. Ja. Ja. Ja, ja gut, ich sehe halt immer nur die Leute ihren Quatsch da hoch und runter asten. So, das ist. Aber das ist halt auch cool, weil die Leute, die dann von der Beachstage hoch zur Mainstage gehen oder auch umgekehrt, die fragen dich dann die ganze Zeit, ob sie dir was helfen können. Und die sind voll hilfsbereit und helfen dir dann halt. Ja, das ist schon gut. Cool. Hab ich auch schon mal gemacht. Also insofern. Das ist schon anstrengend. Ja, also es gibt der B-Hof in Würzburg ist wesentlich schlimmer. Warum? Das ist so ein Gewölbekeller und da muss man irgendwie so 9 Treppen runtergehen. Also 9 kleine Treppen irgendwie so versetzt runtergehen. Dann so alte Treppen, die so krumm und schief sind, die man runter noch kommt, aber wenn man besoffen dann wieder hochgeht, nicht mehr schafft, oder? Nee, das ist einfach die Masse an Treppen, die man da irgendwie runtergeht. Also nicht 9 Stufen, sondern 9 Treppen. Also 9 Treppen. Es waren gefühlt 9 Treppen. Das war auch der Tag, an dem ich einen kleineren Amp. Ja. Krass. Wie heißt der Laden? B-Hof. B-Hof. Macht mir nichts. Nie gehört. So, ich sage erstmal Prost und dann würde ich sagen, hören wir erstmal nochmal Musik. Ich muss mich auch langsam mal pinkeln gehen. Insofern darf ich jetzt nicht den kürzesten Song nehmen. Nein, wir hatten vorhin Rapid Cycling. Ja, go. Und den hören wir jetzt. Ja, Rapid Cycling war das von den Sidewalk Surfers. Und ja, jetzt ist nur noch einer da. Egal. Die Kollegen, also unglaublich. Jetzt am Mess. Quarzen, einer ist im Pinkeln. Wahrscheinlich. Ja, und aus der Schweiz auch noch kein Lebenszeichen. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt einfacher, ne, wenn der in der Schweiz ist. Ja, wobei, der ist ja jetzt schon, der ist ja schon länger in der Schweiz und kommt dann hin und wieder für einen Gig halt rüber. Achso, das war vorher auch schon quasi. Also ja, ja. Vor Corona auch schon. Ja. Es okay. Ist halt so, dass er nicht, er schafft es nicht zu jedem Konzert halt. Aber er guckt immer, dass er es schon. Das macht er auch gut. Also wir müssen halt öfter mal auf das Keyboard verzichten. Ja, gut. Das fällt ja wahrscheinlich noch am wenigsten auf. Das Keyboard nicht dabei. Ich hoffe, er hört nicht mit. Also nicht, dass nichts fehlt, aber die Leute, also wer jetzt eure Musik jetzt erstmal so nicht kennt, der wird, also wenn die Gitarre nicht dabei ist, das fällt jedem auf. Oh, die haben ja keinen Gitarristen. Aber
zu sagen, oh, die Punkband hat keinen Keyboarder. Das wird jetzt nicht so auffallen. Ne? Stimmt, in Bochum war er auch nicht dabei, ich erinnere mich. Nee, der war auch nicht dabei. Das ist richtig. Und habt ihr irgendwas jetzt in dem Jahr, wo man sozusagen, wo alles anders ist, da irgendwas gemacht? Also irgendwas gemacht, was ihr nicht gemacht hättet, wenn jetzt kein Corona gewesen wäre? Also irgendwas gelernt oder irgendwas ausprobiert? Oder also Töpfern oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, Kinzi ist jetzt, hat jetzt eine Töpferfirma, verkauft jetzt Designs. Ach, eigentlich, ja. Baue Figuren von mir selbst und will sie verkaufen, aber ja, es läuft noch nicht. Ja, muss ja alles anlaufen. Du hast schon fett Subventionen einkassiert, Corona-Hilfen. Ja. Ja, das. Aber für mich hat sich jetzt, also, nee, für uns, also außer Dominik, hat sich eigentlich nichts geändert. Wir gehen weiter arbeiten, müssen halt irgendwie die Maske dann bei Arbeit tragen. Ich glaube, Pecco hat es da noch, hat Kurzarbeit gehabt, eine lange Zeit. Der war aber mal Radfahren. So, es fehlt aber auch der kreative Input irgendwie, dass man was macht, weil man ist halt irgendwie, ist jeder Tag gleich dem anderen und ja. Ja gut, aber hätte ja sein können, dass man, also wie gesagt, ich habe wie vermutlich 50.000 andere Leute auch das Laufen entdeckt. Also jetzt nicht joggen, sondern einfach irgendwie mal ein paar Meter laufen, also sich bewegen. Und das habe ich im November angefangen, da bin ich jeden Tag gelaufen. Dann hatte ich irgendwie das Bein kaputt, weil es alt und schrottig ist. Und dann konnte ich irgendwie einen Monat gar nicht laufen. Und jetzt habe ich wieder angefangen. Also, und solche Geschichten gibt es ja wahrscheinlich ganz viele, dass die Leute dann, ja, irgendeiner fängt dann an, eine Sprache zu lernen oder irgendwas, was man eigentlich, weil man so mit anderen Dingen beschäftigt ist, vielleicht gar nicht gemacht hätte. Ja, ich glaube, Pecco hat angefangen, ein Buch zu schreiben. Ja. Also er hat auf jeden Fall mal angefangen, was zu schreiben. Ja. Aber nicht. Aber bis jetzt, wir haben es noch nicht gesehen, also wir sind gespannt, was da rausgekommen ist. Ja, ich finde halt, die Haltung muss eigentlich sein, ist irgendwie kacke, so. Man kann jetzt irgendwie bestimmte Sachen eben nicht machen, aber dann macht man halt irgendeinen anderen Scheiß. Und vielleicht kommt dann irgendwas bei raus, was man, irgendwas Gutes, so. Also das ist ja die Option, die man so hat. Aber wahrscheinlich haben 90% oder 95% einfach nur angefangen, alle Netflix-Folgen zu gucken. Und ja, das Netflix-Spiel haben wir durchgespielt. Ja, irgendwelche Empfehlungen? Ich glaube, der Bader-Meinhof-Komplex ist aktuell als Film drin. Aber der Film an sich ist ja schon uralt, ne? Also, ja. Schon, ich glaube, war jetzt so serienmäßig, also gar nicht mal jetzt nur Netflix, sondern auch alles andere, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Stundenempfehlung. Ne. Dominik? Ja, der Witcher. Der Witcher? Das hat mir nichts. Aber ich glaube, der Witcher, das hat, glaube ich, jeder schon einmal gesehen, oder? Ich habe es nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall Empfehlung. Richtig geil. Okay. Das hört sich irgendwie nach so ein bisschen nach Horror an. Nee, gar nicht. Das basiert auf einem Computerspiel. Und das ist ziemlich, ziemlich geil umgesetzt worden. Okay. Also so Future-mäßig, also Fantasy oder? Ja, eher Fantasy, spielt im Mittelalter, ziemlich cool und er besiegt irgendwie Monster und so ein Kram. Es ist sehr, sehr geil. Also zieht euch das rein. Okay. Ja, ich bin nicht so der Fantasy-Fan, aber gucke ich mir auf jeden Fall an. Mal reingucken. Ja,
dann wird es wahrscheinlich nicht so irgendwie was für dich sein. Ja, ich habe auch immer gesagt, ich bin kein Fantasy-Typ und dann habe ich Game of Thrones gesehen und das war schon heftig. Ja, ja, habe ich auch nicht gesehen. Also habe ich irgendwie. Also ich habe mal irgendwie, glaube ich, mal reingeguckt und habe aber dann, weil das bei den meisten Serien oder so, ne, wenn du da nur mal reinguckst, verstehst du gar nichts und denkst, ja, das ist ein Scheiß. Gibt ja genug, wo du dann erstmal irgendwie 3, 4, 5 Folgen gucken musst, um dann, um irgendwie ein bisschen reinzukommen. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man ja auch sagen. Ne? Ich glaube, ich habe der Tatortreiniger irgendwie alle Folgen dann nochmal gesehen. Ja, das ist auch cool. Habt ihr Hausboot gesehen? Ah ja, angefangen, aber noch nicht zu Ende gebracht. Ich bin eingeschlafen dabei. Ach, ist auch bezeichnend. Nee, das ist, aber das hat mich schon irgendwie so ein bisschen gecatcht. Also allein Olli Schulz halt irgendwie, er ist halt auch so, wie man sich ihn vorstellt. So, er ist bei jeder Aktion dabei, macht aber nicht wirklich mit. Ja, so. Schon ein schräger Typ auf jeden Fall. Und wir haben uns halt so an einem Abend dann reingezogen. Das sind ja nur 4 Folgen, 45 Minuten oder so, glaube ich. Das kann man ja so durchgucken. Und es war schon irgendwie lustig. So. Und sein Kollege, ich vergessen, wie er heißt, von dem hatte ich vorher auch noch nie was gehört. Finn Kliemann. Genau, ja. Ja. Du kanntest den vorher schon? Ich kannte ihn schon, Kins. Ja. Ja, schräger Vogel. Ja, aber irgendwie ein cooler Typ. So. Ja, absolut. Also so ein Typ, der so ein Everybody's Darling und zu Recht. So, weil er, ja, irgendwie schon. Sau sympathisch. Ja. Und auch so ein Typ, der, wo du denkst, der anfasst, hat wird zu Gold. Und wenn es nicht zu Gold wird, dann war es trotzdem egal. Also da, so. Ja, vielleicht ist es auch mit dem, mit dieser, wie er das angeht, so. Ja, aber auch die Art, die der so hat, das finde ich schon, ja. Also das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und die beiden natürlich zusammen, das Zusammenspiel ist. Wenn die Frage ist mal bei solchen Doku-Dingern, was sozusagen echt ist, also ungespielt und wo dann irgendwer irgendwas geskriptet hat und jetzt pumpt euch mal an und das weiß man ja sowieso nicht. So. Ja, ich weiß nicht. Ja, darüber mache ich mir, wenn ich das schaue, auch weniger Gedanken, ob das jetzt gespielt ist oder nicht. Hauptsache, ich werde in dem Moment von Unterhaltung berieselt oder so. Ja, auf jeden Fall. Also Unterhaltung war auf einmal. So. Und wo ich gerade hier so mal euren Bandnamen mal wieder lese. Ich habe vorgestern habe ich eine Serie angefangen, die heißt Loge 47 oder so, oder 75, keine Ahnung. Das ist so eine Hausnummer. Oder vielleicht auch das Jahr, ich weiß es nicht. Und da ist der Hauptprotagonist ist so ein Surfer, der so ein bisschen losermäßig ist. Und, ja, wie wir. Ja, deswegen komme ich drauf. Und ich habe erst alle Folgen gesehen, das ist so ein bisschen schräg, so ein bisschen so wie so ein ganz bisschen wie Big Lebowski, wie gesagt, so ein Surfer, so ein schluffiger Surfer, der irgendwie schräg ist. Und alle anderen sind auch schräg. Also die, aber wie gesagt, ich habe erst alle Folgen geguckt. Mal gucken, ob ich morgen weiter schaue. Und ihr habt ja auch einen Song, Loser, ne? Ja. Loser sogar. Und den hören wir jetzt. Passend zu der Serie, deren Namen ich vergessen habe, den gucke ich währenddessen nach. So, da sind wir wieder. Sidewalk Surfers Losers und wir waren drauf gekommen über die Netflix-Serie Lodge 49 oder Loge 94. Könnte ein bisschen der Soundtrack sein dazu. Und ich hatte gerade eine
während der Song lief, den Dominik gefragt, ob er quasi als Drummer das also hauptberuflich macht. Und du sagtest, du bist quasi also spielst in Bands und bist Schlagzeuglehrer. Genau, ja. Das, konntest du denn überhaupt arbeiten oder gar nicht? Also, hast du dann online irgendwas gemacht oder? Ja, also es war ja eigentlich immer so teils. Ein paar Monate lief es halt einfach gut, dass du sagen konntest, okay, du kannst dich mal einen Gig spielen oder du kannst doch mal im Präsenzunterricht da sein. Aber im Endeffekt war es halt einfach so, dass du eher online unterrichtet hast. Aber das liegt halt eben halt wieder ein bisschen am Geld und du brauchst dieses ganze Equipment dafür. Also im Endeffekt hast du eigentlich mehr Miesen gemacht, als dass du irgendwie Plus gemacht hast, was ein ziemlich kacke ist. Ja, klar. Und jetzt anhand von Gigs und Konzerten, dir fehlen halt einfach wirklich ein paar hundert Euro und du lebst im Endeffekt ein bisschen schon unter irgendeinem 150 Euro. Das ist echt wenig. Ne? Du musst ja erstmal irgendwie über die Runden kommen, so im Monat. Ja, konntest du denn irgendwelche Hilfen beantragen als Solo-Selbstständiger oder ist das auch gar nicht angekommen? Hilfen konnte ich beantragen, aber das Ding war, dass es alles mehr irgendwie mehr Schein als Sein war. Das heißt, da kam nichts bei rum. Ja. Also, wirklich, es kam gar nichts mehr rum. Du hast es beantragt. Und irgendwie zwei Monate später hast du dann einen Brief bekommen, ja, wir konnten ihre Dingsbums nicht bearbeiten, weil wir die Datei nicht öffnen konnten oder sowas. Sowas kriegst du dann halt irgendwie. Okay. Das ist scheiße. Ja. Und dafür zwei Monate, um dir irgendwie so einen Brief zu schicken. Ja, das hatte ich auch irgendwie mitgekriegt, dass das finde ich auch wirklich schräg, dass teilweise irgendwelche also Novemberhilfen immer noch nicht da sind, fünf Monate später oder vier Monate später. Und das teilweise ja die sozusagen die Solo-Selbstständigen, die können zwar irgendwelche laufenden Kosten geltend machen, aber du hast ja jetzt wahrscheinlich wenig laufende Kosten. Also brauchst ja jetzt keine Büros und hast jetzt nicht irgendwelche Angestellten und sonst was oder irgendwelche Ware, die du einkaufst, sondern du hast ein Schlagzeug und machst halt deinen Unterricht. Aber da ist wenig, also nichts, dass du jetzt sozusagen Gehalt da irgendwie Geld machen kannst. Ne? Ja, wirklich viel Geld mache ich halt eben wirklich. Es reicht gerade so, dass ich mir irgendwie so jeden Tag so drei Mahlzeiten holen kann, aber das war es dann halt eben auch. Ja. Ich kann mir jetzt nicht irgendwelche großen Anschaffungen machen, aber das will ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ne? Und ich brauche ein Haus über den Kopf, ne? Und ein Bett und das war's. Ja. Aber trotzdem, du lebst halt echt wirklich am Minimum momentan. Und das ist kacke. Ja, wir bauen alle drauf, dass es irgendwann wieder losgeht. Ne? Und ja, voll. Bei euch, ihr konntet normal weiterarbeiten, oder? Ja. Also, für mich hat sich eigentlich an sich nichts geändert, außer dass ich jetzt eine Maske bei der Arbeit trage. Aber das ist auch okay so. Also, ja. Ja, bei mir auch. Also ich habe vorher weitestgehend Homeoffice gemacht und das mache ich auch weiterhin und finde das auch ganz angenehm, also, dass ich halt nicht vor die Tür muss. So, das hilft ungemein. So. Und hat denn schon Pläne oder macht es sowieso keinen Sinn, Pläne zu machen? Ja, wir sind jetzt dran, irgendwie einen Termin zu suchen für eine Release-Party. Erstmal lokal halt. An Tour ist noch gar nicht zu denken. Aber auch diese Katze. Ja, das ist halt aber auch, da wissen wir auch, dass das dann, wenn der Termin steht, ist es halt auch nichts Festes so. Das kann sich dann auch nochmal verschieben. Ja, das ist doof, wenn man plant irgendwie, also irgendwie nicht planen ist scheiße, aber planen ist halt
Ich weiß, die Katze wieder. Hat sie dich gerade rechts aus dem Bild geschmissen? Aber das finde ich schon cool, dass sie sich jetzt nicht den einfachen Weg geht und direkt wieder am Tisch springt, sondern erstmal einmal um mich rumläuft. Ja, das liegt wohl daran, dass Kinzi hier schon 10 Flaschen Bier geleert hat, seit er da ist und die Katze erstmal an den Bierflaschen vorbeilaufen muss. Das kann natürlich sein. Sehr gut. Ja, also um es zusammenzufassen, also ihr könnt nicht richtig proben und Pläne machen es auch schwierig und deswegen gibt es nur Netflix. Ja. Und Sprache habt ihr auch nicht gelernt. Nee, jetzt ist es so aktuell. Ja, hätte ja sein können. Wir hätten jetzt ja auch einfach sagen können, ja. Ich habe Französisch gelernt, ich habe Spanisch gelernt. Ja. Dann Dominik hat Italienisch gelernt. Aber das macht auch keinen Sinn, da könnt ihr euch ja gar nicht unterhalten. Nee. Aber selbst dann, man darf ja eh nicht reisen, oder? Ah doch, nach Malle darf man doch. Nach Malle, ja. Das ja, wir fliegen einfach alle zusammen nach Malle. Aber da spricht ja eh jeder Deutsch. Also habt ihr die Sprache ganz umsonst gelernt. Ja. Letztes Jahr umsonst ist es ja nicht. Ne? Also ich finde ja mal, dass es geht ja nicht darum, was, also am Ende was gelernt zu haben, sondern das Lernen an sich, finde ich, ist ja schon egal. Ja. Also Sprache jetzt nicht. Also Sprache würde ich jetzt nicht lernen wollen, weil ich einfach mir keine Vokabeln merken kann. Aber an sich Dinge lernen, finde ich immer geil. Also ja, ich wollte ja ausprobieren, ob ich einen grünen Daumen habe. Und? Aber es sind schon 4 Pflanzen gestorben. Und die waren alles Kakteen, oder? Nee, 2 waren Kakteen, die leben noch. Ja, also, aber das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Also das war einfach so. Ja. Also für die neue Wohnung wollte sie ein bisschen grün haben. Und dachte, ja, ich weiß gar nicht, warum. Ob das jetzt an Corona liegt oder... Ja, vielleicht so... nee, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man im Saarland rausgeht, sieht man halt zu viel Beton und dann will man einfach Pflanzen haben. Also du hast keinen grünen Daumen? Nee. Gut, ist ja auch eine Erkenntnis. Also. Ja, dann weiß man es. Ja, genau, das meine ich ja. Du probierst das aus und es geht gar nicht darum, dann am Ende irgendwie dann was zu können, sondern es geht ja eigentlich darum, zu wissen, ob man es könnte, theoretisch. Und ja, aber wir können ja Musik machen. Das dürfen wir halt nur im Moment nicht. Tja, aber dann muss man sich ja irgendwelche Alternativen einfallen lassen. Also habt ihr halt gehört in den letzten Monaten, dass ihr quasi Langeweile hattet? Also, kennt ihr Langeweile? Ja. Ja. Dann lernt doch mal eine Sprache. Das nächste Album wird dann Französisch, auf Französisch. Ja. Ja gut, ich ich kenne das nicht. Langeweile kenne ich nicht. Wenn ich entweder arbeite oder irgendeine andere Scheiße mache, die keine Sache interessiert, aber... die mich in irgendeiner Form beschäftigt. Aber viel arbeiten ist ja auch scheiße. Ja, auf jeden Fall. Also man macht sich durch wenig so viel den Tag kaputt wie durch Arbeit. Und auch so häufig. Also ich meine, dass man mal einen schlechten Tag hat, aber arbeiten, das ist ja quasi jeden Tag. Ja. Und jeden Tag irgendwie geil, oder? Oder eher nicht. Ich glaube eher nicht, oder? Ja, also ich sag mal so, das, was ich mache, finde ich schon okay, aber ich würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde und Rente kriegen würde oder so, dann also mir um Geld keine Sorgen machen müsste, würde ich mich jetzt nicht langweilen. Spielst du Lotto? Ja, jetzt nicht Lotto, aber wer ist das denn? Ich komme nicht drauf. Rubellos. Nee, nicht rubellos. Da muss er ja immer losziehen. Nein, Aktion Mensch, genau. So. Weil wenn ich schon nicht gewinne, dann gewinnt das wir.
Ja, wir müssen den Kapitalismus einmal durchspielen. Das heißt, wir müssen Arschlöcher sein, so 40 Jahre lang, damit wir Geschäftsführer werden von einer großen Firma. Dann werden wir nach diesem Geschäftsführerding werden wir Unternehmensberater für Nestle oder so, also irgendeine ganz schlimme Firma. Und dann haben wir den Kapitalismus durchgespielt. Und dann dürfen wir zu Hause bleiben oder dürfen wir unsere Zeit so gestalten, wie wir gerne hätten. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, New World anzumachen. Machen wir. Bald das ganze Album durchgespielt. So, irgendwie auch geil, ne? So, jetzt haben wir New World und ihr kommt wieder raus. Ja, New World war das vom morgen erscheinenden Album Growing Up is a Mess von den Zeithawk Surfers, die immer noch mit mir hier rumhängen, Bier trinken und über Netflix und Konzerte sinnieren. Aber wir dürfen ja jetzt Netflix nicht als alleine nennen. Wie alleine? Also. Ja, wir unterhalten uns über Streamingdienste. Warum dürfen wir das nicht? Also, ja, ich will ja keine Werbung machen für so ein Unternehmen. Ja, aber das sind doch alles Unternehmen. Also, und ich meine, den anderen, also das große A, will man ja auch nicht unterstützen. Ja, nee, ist auch scheiße. Ja. Gibt es im Saarland einen Streamingdienst? Also mal jetzt wieder auf die lokale Ebene zurück. Ja, Fenster. Fenster auf, zack, rausgucken. Da wird das Leben gestreamt. Das war 24. Ja, man muss überlegen, das, was es in der Großstadt so gibt, so das schlimme Viertel, dann so Asoziale und so, das hast du halt hier kompakt. Gibt es so Asoziale oder was? Hier? Hier im Saarland? Ja. Nee, hier gibt es alles, aber alles in einer Straße. Okay. Also ich muss Fenster aufmachen. Ja. Ja, finde ich auch ein gutes Konzept. Ich mache jetzt nicht mehr, ich gucke nicht mehr Netflix, sondern ich mache einfach das Fenster auf und da habe ich auch, da habe ich Horror, Fantasy und Doku. Das ist das Netflix der plus 80-Jährigen so. An sich ans Fenster stellen mit so einem Kissen, damit die Ellbogen nicht aufplatzen, die Haut, wenn man seinen Oberkörper drauf stützt und dann einfach gucken, was in der Straße los ist. Das gefällt mir. Netflix. Fenster auf, das Netflix des kleinen Mannes. Ja. Ja. Wobei ich lieber 7 Euro irgendwas bezahle an Netflix, statt die GEZ zu zahlen. Ja, wow. Ich meine, Love Law, interessante Sache. Manchmal. Und, sagt ihr eigentlich dazu, dass Nena jetzt auch Querdenkerin ist? Ist es so? Hab ich schon gehört. Ja, ja, klar. Also die war ja sowieso schon, also sie hatte wohl vor Monaten schon irgendwelche latent zweideutigen Sachen gesagt und gestern hat sie, hat schon gelesen, wie war das, oder vorgestern, hatte sie einen Post rausgehauen, dass sie Kassel gedankt hat. Und irgendeine Story bei Instagram oder irgendwas und dann noch ein Song von Xavier Naidoo. Ach ja. Da ja. Habe ich alles klar. Ich frage mich eigentlich so, was die danach machen. So, wenn jetzt 80% der Leute geimpft sind, alles geht weiter wie vorher und so. Und die Querdenker bleiben halt dann so da. Die stehen da und denken so, ja, wir haben es euch doch gesagt. Ja, so, was habt ihr uns denn gesagt? Ja, irgendwelche Menschen trinken Kinderblut. Ja, okay, alles klar. Ja, keine Ahnung. Was soll man davon halten? Ich finde es halt unverantwortlich, als Mensch des öffentlichen Lebens mit so vielen Leuten, die zu einem aufschauen, so eine Scheiße abzuziehen. Ja, und einfach sein irgendwie beeindruckendes Leben einfach wegzuwerfen.
Ja, nein, Nina, ja, braucht jetzt auch keiner mehr in 2021. Die wurde längst abgelöst. Aber es gibt halt immer noch Leute, die zu ihr aufschauen und darauf hören, was sie sagt oder so. Und dann, keine Ahnung. Ja, ich fand die ja mal ganz cool und hat irgendwie, gut, so hat früher schon auch so leicht esoterische Dinge von sich gegeben. Vielleicht war das so ein Vorbote auf das, was dann kam. Aber irgendwie fand ich es ja ganz cool. Aber offensichtlich, keine Ahnung, was die Leute dann reitet. Also wie kommt man dazu, so schräg zu werden? Also muss er jetzt nicht mehr berühmt für sein. Also auch die anderen. Das ist ja irgendwie witzig, dass sich so Esoteriker und Nazis zusammentun und so querdenken. Ja, aber interessant fand ich ja, ich hatte einen Artikel, wo war das, ich weiß nicht mehr, wo das war, da stand dann die Zusammenfassung, also oder der letzte Satz war dann, dass jetzt neben Attila Hildmann, dem Wendler und dem, na, wie ist der dritte noch, habe ich gerade noch gesagt? Der Sohn aus Mannheim. Genau, Xavier Naidoo. Deutschland jetzt nicht nur drei große Verschwörungstheoretiker hat, sondern auch noch eine Verschwörungstheoretikerin. Wobei ich ja den Begriff in dem ganzen Zusammenhang mit Theoretiker ja total absurd finde. Verschwörungsschwurbler würde besser passen. Ja, also Theorie hat ja irgendwie, da geht es ja um Wissenschaft und fundiert und Annahmen und Prüfungen und. Also das ist ja was, also ein Attribut, was den Leuten eigentlich gar nicht zusteht, dass sie als große Verschwörungstheoretiker. Aber ich glaube, das wird mittlerweile so negativ bewertet, dass da eh keiner mehr drauf schaut. Ja gut, aber Theorie, wie gesagt, also da wird ihnen mehr Wert zugemessen, als ihnen zusteht, finde ich. So, also das verstehe ich nicht, warum da nicht alle konsequent sagen, ja. Das sind Verschwörungsschwurbler oder Hypotheker. Ja. Hypothesenaufsteller. Ja, sowas in der Richtung. Meinungs in die Welt hinaus Posaune oder irgendwas, was jetzt vielleicht etwas fluffiger von der Hand geht. Aber also Theorie ist, wie gesagt, Theorie ist sozusagen Teil von Wissenschaft und das hat ja mit Wissenschaft nichts zu tun. Also die lehnen ja Wissenschaft eigentlich ab. Das finde ich so merkwürdig. Also dass sie in dem ganzen Diskurs als das bezeichnet werden, was ihnen eigentlich gar nicht zusteht. So. Aber ja, es ist halt auch immer eine Frage, wer denen zuhört. Also es muss ja irgendwie, es müssen denen ja auch irgendwelche Leute zuhören, damit es überhaupt publik wird, dass diese Leute anscheinend was zu sagen haben, was sie nicht haben, also meiner Meinung nach nicht. Aber dass es dann noch in den Medien groß rausposaunt wird, dass es dann jetzt Verschwörungstheoretiker wären und so. Warum? Ich würde da gar nicht drüber berichten, wenn ich... Ja gut, das ist aber die Frage. Ne? Also wenn man nicht drüber berichtet, dann lässt man sie gewähren. Wenn man drüber berichtet, dann gibt man ihnen Raum. Also so oder so, das ist das eine wie das andere ist eigentlich Kacke. Also, das ist ja genau wie wenn so Nazis aufmarschieren. Wo du denkst, ja, da sind irgendwie dann 50 irgendwie Schwachmaten, die nichts in der Birne haben und aus denen auch nichts geworden ist. Und die gehen jetzt auf die Straße und kriegen irgendwie Aufmerksamkeit. Das Beste wäre, wenn sie vorbeimarschieren, dass alle die Fenster zumachen und ihnen keiner zuhört. Aber es gibt eben Gegenprotest und sonst was und sie kriegen Aufmerksamkeit. Aber eben zu sagen, ja, lass einfach marschieren, ist halt auch nicht gut. Also das eine wie das andere ist, Kacke. Ja, wie waren wir jetzt drauf gekommen? Über Nena, ne? Warte, ich. Über Nena. So, wollen wir mal einen Song hören? Ja, was soll man denn hören? Was soll man hören? Was haben wir noch nicht gehört? Dominik, was ist dein Lieblingssong? Ne, hatten wir schon, ne? An Apology. Ne, den haben wir noch nicht gehört. Dann holen wir die jetzt. Ja, go. Jetzt auf. I'm sorry that we left this place like this. We have to stay on full of greed. I'm sorry that we left this place like this.
An Apology war das. Ja. War schon 8 von 12 Songs haben wir gehört. Und bisher noch kein Ausfall. Also, ich mag die Platte. Definitiv. So, also abwechslungsreich, aber irgendwie euch zuzuordnen. Das ist ja also nicht beliebig, sagen wir es mal so. Insofern, ich bin begeistert. Schön. Ja, cool. Dann haben wir fast alles richtig gemacht. Ja. Wie viel habt ihr, also was für eine Auflage es hat? Ich glaube 500. 500 okay. Platten, 200 CDs. Ja. CDs, kauft ihr noch einer? Also kauft euer CDs? Vereinzelt schon, ja. Weil ich hab, aber weniger als Vinyl. Also es nimmt ab, ne? Also hab ich so den Eindruck. Ja, könnte aber auch nur ein Hype sein. Das, weil irgendwie CD eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten vereint, ne? Also du kannst nicht mal eben hören, also auf dem Handy oder sonst was, wenn du läufst oder irgendwas machst. Und ja. Wie gesagt, die und ist halt, das Cover ist halt klein und kannst halt nichts lesen und das ist halt kein haptisches Erlebnis so in dem Sinne. Ja, für uns war es ja so, dass wir sind ja mit CDs aufgewachsen. Wir hatten ja eigentlich irgendwie gar keine Schallplatten so zur Verfügung oder das war das, was da im Schrank stand, was ewig schon verstaubte. Und wir sind halt weniger damit groß geworden und haben uns halt CDs gekauft im lokalen Plattenladen. Und ja, als der Hype dann irgendwie kam, waren wir schon direkt so dabei. So. Also großes Cover spricht für sich. Ja. Und wer mal eine Vinyl gehört hat, so bewusst, der wird auch sagen, dass es das musikalische Ding ist irgendwie. Oder das ist das Ding, wie man Musik halt konsumieren könnte, privat zu Hause. Ja, wobei also ich habe den Klangunterschied habe ich jetzt nie gehört. Also ich bin jetzt Klassiker, aber bei Punkrock, weiß nicht, ob einem das jetzt so, also mir, sagen wir mal so, mir ist es nie aufgefallen, dass ich jetzt, wenn ich das auf Platte gehört habe und dann danach auf CD, dass ich dann gesagt hätte, oh, die Platte hört sich aber viel geiler an. Das ist genauso wie wenn er irgendwie Oettinger und irgendein anderes Bier trinkst und denkst, das schmecke ich raus und du schmeckst es dann doch nicht raus. Aber klar, also allein das Auflegen, das Umdrehen, die große Hülle hat natürlich eine andere Qualität als diese CD, die du reintust und dann kannst du auch weiter drücken, ohne irgendwas zu machen und so weiter. Das ist natürlich schon was anderes. Also, ja, ich finde es halt auch, also ich glaube, wenn man jetzt nur über Spotify konsumiert, von CD braucht man jetzt ja gerade nicht reden, so CD ist halt cool, weil kompakt, klein und du hast es halt physisch, aber jetzt der Nachteil an Spotify oder an Streamingdiensten etc. Ist halt, dass man irgendwie viele Songs vergisst oder viele Alben vergisst. Man macht es irgendwie in eine Playlist rein und das finde ich gerade super geil. Hört es so 2-3 Wochen und dann ist es halt weg. Irgendwann, wenn man die Playlist nicht mehr hört. Und dann erwischt einen Spotify, dass man nicht da gemeldet ist in der Adresse und eigentlich so ein kleiner Spotify-Schmarotzer ist und bei einem anderen Kumpel noch mit im Account ist oder so. Und dann muss man seine Playlisten eh nochmal neu erstellen und dann weiß man gar nicht, was man da reinmachen soll. Ja, und also es geht klar, die Streaming-Dienste, die sind ja nicht auf Bands ausgerichtet, ne? Also auf Alben ausgerichtet, sondern auf Songs. Also ja. Und das natürlich Vinyl nochmal irgendwie komplett was anderes, weil das erfordert ja einen gewissen Aufwand. Du musst halt dann erstmal Plattenspieler gehen, die Haube aufmachen oder die Platte rausfriemeln und rauflegen und dann ja, man hört halt auch noch umdrehen und
Man hört es auch durch, so, man kommt nicht auf die Idee zu skippen. Genau, das ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Es ist halt ein komplett anderes Hörerlebnis. Und, es ist ja gut, dass es das wieder mehr gibt als früher. Ne? Also, wo die Leute, klar, die haben dann CDs gehört, aber wie gesagt, Streaming-Dienste sind ja sozusagen das andere Extrem. Ne? Also da brauchst du ja gar nichts mehr machen. Das ist ja nur noch konsumieren und alles ist egal. Also du kannst 5000 Sachen nebenbei machen, aber wenn du eine Platte hörst, spätestens nach 20 Minuten oder je nachdem, wie lang das Ding ist, auch mal noch 10 Minuten, musst du sie halt umdrehen. So. Ja. Das hörst halt nichts mehr. So. Oder bum bum, bum bum, bum bum. Das letzte Album, ist das auch auf Vinyl rausgekommen? Leider nicht. Also ist quasi eure Premiere jetzt. Ja, und wir sind alle Vinyl-Liebhaber. Also es war schon hart, dass das letzte Album auch nicht auf Vinyl rauskam. Ja. Aber bei dem Album jetzt haben wir gedacht, das muss einfach, weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie eine Vinyl ist so viel mehr wert wie so eine CD. Das ist schon... Also klar, wie gesagt, das Haptische, ne? Und ja. nicht ganz so leblos. Und wahrscheinlich hat es auch, also gut, das ist jetzt auch schon ewig her. Ich weiß nicht, wann die ersten CDs so rauskamen. So 87 oder was vielleicht, 86, ich weiß. Da hieß es ja immer, dass irgendwann dann, dass CDs irgendwann kaputt sind, also dass sie irgendwann nicht mehr funktionieren. Aber ich habe bisher noch keine CD erlebt, die jetzt nicht mehr funktioniert. Ich habe von The Offspring Americana gebrannt bekommen, damals, als ich 15 war, von einem Kumpel. Und die habe ich so oft gehört, dass die sich aufgelöst hat oben. Diese Beschichtung. Okay. Ja. Ich hätte mir gewünscht, im Nachhinein wünsche ich mir, dass es ein anderes Album gewesen wäre, aber es war halt so. Ja, kannst du ja jetzt auf Spotify anhören. Ja. Oder auf Vinyl bestellen. Oder auf, ja. Aber will man Offspring unterstützen? So. Nee. Kann man besser die Sidewalk-Surfers unterstützen. Zum Beispiel. Die LP kaufen. Bei wo? Also beim Label, bei euch wahrscheinlich auch, ne? Also, ja, eigentlich überall. Echt überall. Fast überall. Ich gehe morgen mal zum Aldi. Guck, ob sie da haben. Ja, beim Aldi gibt es jetzt Plattenspieler mit Bluetooth-Funktion zum Beispiel. Ja, ich habe mir das sollte man ja schon machen. Also man sollte schon analog hören und dann digital an die Lautsprecher schicken. Wobei die Aldi-Plattenspieler sind scheiße. Also ich hatte mir mal auch tatsächlich einen bei Aldi gekauft, der einen USB-Anschluss hatte. Also wurde dann also die Idee war, ich digitalisiere jetzt meine Platten. Aber die Qualität, also die Nase, also der Arm, der ist so leicht. Sobald da irgendwie die Platte nicht ganz plan ist, dann haut es halt alles auseinander. Ja, krass. Aber das Ding war, ich habe mir auch, mein erster Plattenspieler war auch zum Digitalisieren gedacht. Weil mein Vater mir dann seine Plattensammlung gegeben hat, dass ich sie digitalisieren kann. Habe ich halt nie gemacht, aber ich habe jetzt seine alten Platten. Hast du jetzt einen vernünftigen Plattenspieler? Ja. Na gut, dann brauchst du ja nicht mehr digitalisieren. Ja, nee, aber mein Vater wartet immer noch auf seine digitalisierten Schallplatten. Ja, soll er sich da einen scheiß Spotify-Account machen? Ja, habe ich ihm dann gemacht. Da gibt es doch eigentlich, ja, alles auch nicht, ne? Also es gibt. Ja, wie gesagt, das von Dramarama, das Cover, welches wir ja neu interpretiert haben, das ist bei Spotify, glaube ich, gar nicht drin. Ja. Und erwartet ihr euch mehr als, sagen wir mal, 2 Euro von Spotify? Wir haben gestern eine Rechnung bekommen, also nicht eine Rechnung, sondern eine Gutschrift bekommen von 9 Euro, glaube ich. Von digitalen Erlösen. Auf welchen Zeitraum? Juli bis Dezember 2020.
Okay. Aber das war jetzt nur für das Neue, für die neuen Releases, also New World und Growing Up. Das ist ja schon fast viel. Also. Aber da sind auch jetzt die Sachen dabei, die man dann beim großen A kaufen könnte, also wenn man sich den Titel kauft oder wenn man bei iTunes zum Beispiel sich den Song kauft. Das ist jetzt schon dabei, also wir haben jetzt gar keinen Überblick, was das jetzt eigentlich war. Also ihr habt quasi einen Dienstleister dazwischen, der eure Sachen in die digitalen Dienste reinhaut? Ja, ich glaube sogar drei komische Dienstleister, die das dann machen. Ja. Nicht komisch, drei Dienstleister, die das dann machen. Ja, 9 Euro, also jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht so richtig viel Geld ist, sind es aber ganz schön viele Streams, ne? Also um auf 9 Euro zu kommen, da muss ja schon, da kommst du jetzt nicht, sind jetzt nicht nur 1000 Streams. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es interessiert uns auch irgendwie weniger, damit Geld zu verdienen. Wenn man mal überlegt, wir haben das eigentlich nur gemacht, damit wir was machen. So, ja. Wir wollten halt mit Freunden Musik machen. Dass es dann jetzt wirklich 3 Alben werden und eine EP, das hätte von uns wahrscheinlich 2015 keiner gedacht. Aber ja. Ja, was, wie gesagt, um auf 9 Euro zu kommen, muss halt schon ein paar Streams auch haben. Also insofern werdet ihr offensichtlich gehört. So. Ja, die Musik ist ja auch ganz okay so. Also finden wir ja selber. Ja, definitiv. Also kann ich nicht anders sagen. Ich würde sogar sagen, Dominik findet sie gut, gell? Bitte? Dominik findet sie ja auch gut. Ja. Sonst hätte er ja nicht bei uns angefangen, Schlagzeug zu spielen. Daumen hoch. Genau, und morgen gibt es alle Songs bei uns auch zu hören. Ab 8 Uhr jede Stunde ein Song. Und jetzt hören wir mal noch einen. Too much brainstorming, cause confusion. Too much fantasy, creates an illusion. Worship myself, cause I try too much. So, da sind wir wieder. Das war, Too Much. Nummer 9. Ne? 9 von 12 Songs haben wir jetzt gehört. Also quasi exklusiv heute Abend ein bisschen. Ja. Morgen kommt es erst raus. Morgen ist offiziell. In 2 Stunden. Ja. Und nach Plänen hatte ich euch schon gefragt. Gibt keine Pläne, also zumindest keine konkreten, wie auch. Also, aber obwohl, ihr könnt ja noch ein Video planen. Habt ihr noch ein Video also in petto? Bis jetzt noch nicht, aber je nachdem, wie lange das Ganze noch geht, kommt vielleicht noch ein Video raus. Ja. Aber Ideen habt ihr noch nicht? So. Oder konkret irgendwie, dass er sagt, jetzt den Song. Also wenn wir Pecco jetzt fragen, der hat bestimmt 200 Ideen. Ja. Soll ich gerade, was ich jetzt vom Titel irgendwie anbieten würde. Rapid Cycling, schon Fahrrad durch die Gegend fahren. Aber aus wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie das ist. Also ich meine, es gibt ja ohne Ende irgendwelche halsbrecherischen Fahrraddinger auf YouTube, wo man die einfach zusammenschneiden kann. Oder ob das Ärger gibt. Ja, vielleicht filmen wir einfach Pecco, wenn er Fahrrad fährt. Das ist ja eigentlich immer schon riskant genug. Ja, na gut. Das würde sich auf jeden Fall anbieten, ne? Ja. So ein guter Song, definitiv. Und sonst habt ihr das, ich überlege gerade, der Drunk Together, das war ja. Nee, Quatsch, nicht Drunk Together, in der Growing Up ist in der Kneipe aufgenommen, ne? Genau. Ja, aber so ein Friends and Family Video habt ihr noch nicht gemacht, ne? Das war quasi Friends and Family. Ja, aber so, dass alle, die zu Hause sitzen, dann irgendwas, keine Ahnung, machen.
Wir haben letztes Jahr haben wir nochmal einen Song, unseren allerersten Song, der auf keinem Album ist und auch auf keiner EP, den haben wir dann halt irgendwie nochmal neu aufgenommen oder die Gesänge neu aufgenommen und haben den in den digitalen Streaming-Dienst reingeschleust. Ja. Und da haben wir einen Aufruf gemacht, dass uns die Leute doch einfach Videomaterial schicken sollen, wie sie sich als Superheld vorstellen. Und ja, das haben wir dann als Video und als Single-Auskopplung nochmal neu draufgehauen. Ja, ich erinnere mich. Und es war ganz lustig, weil, ja, der Song jetzt irgendwie ganz anders ist, wie er mal war. Ja. Ja, es ist schon interessant. Also jetzt haben wir einige von diesen, ich weiß, was ich nach jetzt Friends and Family Videos rausgekommen. Also unter anderem haben wir auch, die Ärzte hatten ja auch haben wir auch eine neue Platte rausgebracht und die hatten ja, ja. Den einen Song dann auch in der Version mit Leuten, die dann, also gut, das sind dann andere Leute als also dann eben auch eher berühmte Leute, die dann da mitmachen. Aber das fand ich schon geil. Also wer da so mit dabei ist und die Version fand ich schon cool. Aber es ist auch immer so, bis wir diesen Hype mitbekommen, dass man das jetzt so macht, dann ist alles zu spät. Dann ist er schon wieder in. Ja, wahrscheinlich. Ja, so, ja. Man muss es auch nicht machen. So. Nein, also es ist ja irgendwie eine lustige Idee. Und, also ich fand das Trixie-Video auch cool, wo die das dann auch ein bisschen DIY-mäßig gemacht haben. Echt? Trixie. Das kenne ich nicht. Neue Band von dem Jörg Mechenbier. Okay. So eine Zeit, ja. Die haben sich halt, das Album kam, glaube ich, auch mittendrin raus. So. Und dann haben sich die Protagonisten der Band dann irgendwie teilweise zu Hause selbst gefilmt. Das war sehr cool. Man muss es halt auch immer sehen. Wenn jeder von uns jetzt sich zu Hause filmt, dann ist es noch lange kein Musikvideo, das sich Leute anschauen wollen. Und ja gut. Wir machen lieber Musik statt Videos, weil wenn wir das zusammenschneiden, wird es meistens nichts. Ja, man muss irgendwie eine Idee haben oder irgendwie ein Händchen. Ne? Also, weil ja, ich glaube, hab jetzt zwei Videos mit Handpuppen gesehen. Das erste war von... Ja, das war auch von V-Cracks. Das fand ich auch... Ja, V-Cracks war cool, ja. Das war richtig cool, das Video. Das fand ich auch lässig. Also die Videos, die gemacht haben, fand ich auch gut. Also definitiv. Ja. Das ist schon spaßig. Na gut, Jungs. So, jetzt haben wir noch einen Song. Welchen wollen wir hören? Porta Potty Anthem, ne? So ein bisschen Offbeat. Die Kackerhauen. Kackerhauen, genau. So machen wir es. Und ja, dann sind wir in 3 Minuten 14 wieder da. Und what's the worst thing about camping? What's the need that everyone has? Ja, wie gesagt, schöne Songs. Wir haben ja, jetzt quasi 5/6 der Platte haben wir gehört. Und ich finde es gut. Ich freue mich, euch mal gesehen zu haben. Mal wieder. So, und hoffe, dass wir uns auch dann, wenn die ganze Scheiße mal irgendwann vorbei ist, auch mal wieder richtig sehen und mal Bierchen trinken können. Ja, im September ist es bestimmt vorbei und das Punkrockers Radio Festival kann stattfinden. Ja, dann kommt vorbei. Guckt euch die D-Cracks an. Ja, klar. Und die anderen Bands natürlich auch. Ja. Das wird ein großer Spaß werden. Ja, ich hoffe, dass es stattfindet. Ja, morgen, wie gesagt, dann das offizielle Release. Und hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und bei der nächsten Platte machen wir wieder eine Sendung. Spätestens. Okay. Und dann aber hoffentlich nicht am Release-Tag oder vorher, weil ihr dann quasi einen Auftritt habt und Release-Wochenende macht und gar keine Zeit für mich habt. Für Punkrockers Radio haben wir immer Zeit.
Ja, aber solltet da schon drüber nachdenken, wenn er die Möglichkeit habt, aufzutreten, solltet ihr auf jeden Fall immer diese wählen. Sie machen einen Backstage-Stream. Im Backstage ist ja eh meistens WLAN. Ja, genau. Dann komme ich vorbei und dann. Ja, oder so. Wie sowas. Irgendeine Scheiße. Ja, face to face. Face to face. Aber erstmal, habt ihr denn schon neue Songs? Jein. Also, ja, wir haben einen richtig geilen neuen Song. Ja. Aber der ist. Aber wir haben auch jetzt eine richtig geile neue Platte, die morgen rauskommt. Ja, oder was? Ich halte sie nochmal hier rein. Ne? Ja. Und ja. Morgen kommt sie raus und ich freue mich drauf. Also ich habe es ja schon gehört, aber ich freue mich trotzdem. Wir freuen uns auch. Dann schönen Abend. Gleichfalls. Bis bald. Dose leer! Ich kann nicht mehr! Ab im Bett!